So, genau, also dann erstmal moin moin Leute, ja, die Pfeiler hier und willkommen zu einem neuen Video und auch Podcast, ja, also die ganze Geschichte wird auch auf Spotify verfügbar sein, einfach mal unten abchecken im Link. Ansonsten, wie gesagt, heute werden wir uns sehr intensiv mit der Kriegerklasse beschäftigen. Ich habe heute im Livestream hier einen Krieger am Start, der mir hier Rede und Antwort stehen wird, mehr oder weniger, und ich würde sagen, Urza, genau, stell dich einfach gerne mal vor, so, also in Bezug auf WoW, ja, was so deine Vergangenheit ist, wann du angefangen hast, was du gemacht hast und, ja. Okay, also, ich habe angefangen mit WoW im EU Classic Release direkt, habe auch Classic komplett gespielt, also nicht alles gespielt, aber ich habe bis zum Ende, bis zum TBC Release gespielt, hab leider nur einen Teil von Nax damals gesehen. Hab auch schon zu Classic-Zeiten damals als Tank gespielt, den Progress. Kompletten Progress von MC bis Mitte Nax circa. Da hat sich dann unsere Gilde langsam aufgelöst, wegen TBC-Release. Bin dann in TBC auf Fury Warrior gegangen und hab das so Ende Cutter gespielt. Mhm. Das Dragon's Soul. Dragon's Soul habe ich noch ein paar HCs mitgemacht, aber so gegen Ende. Ja, war irgendwann mal die Lust raus, da war dann Mob angekündigt und ja, war jetzt halt vom Setting nicht meins, auch wenn ich oft gehört habe, dass es trotzdem ein tolles Add-on war, aber nee, das war dann so der Zeitpunkt, wo ich aufgehört habe. Und bin dann wieder eingestiegen mit Nostalrios damals, so der erste Private Server, auf dem ich unterwegs war, und habe dort wieder einen Krieger angefangen, wieder Tank gespielt und dann hat sich das Ganze durch diverse Private Server bis jetzt durchgezogen. Ich freue mich natürlich jetzt auf Classic. Also ja, offizielles Classic von Blizzard. Ja, wie viele Jahre hast du so insgesamt auf Privatservern gespielt? Ingame? Oder? Nee, also jetzt so ungefähr, so generell. Weil ich sage immer so, wenn ich gefragt werde, ich habe echt so bestimmt 6 Jahre so safe auf Privatservern verbracht in den letzten Jahren. Nostalrios kam, glaube ich, 2005 raus. 2015 raus, meine ich. Weiß ich gar nicht mehr genau. 4,5 Jahre? Irgendwie sowas. Ja, okay. Also warst du auch einer von denjenigen, die sich da nicht haben abschrecken lassen von Privatservern, sondern eher gesagt haben, so, bei mir ist einfach so die absolute WoW-Classic-Liebe am Start. Ich gönne mir das auch so, ne? Genau, also ich habe zwar auch zwischenzeitlich mal einen TBC und einen Wattlecar-Private-Server nochmal probiert, aber größtenteils Classic und ist auch das Spiel von den drei alten, was mir persönlich am besten gefällt. Und, ja. Genau, ich habe gerade nochmal, weil die Leute gefragt haben, den Spotify-Podcast-Link reingeschrieben, ja. Lange Autofahrten, Leute, gönnt euch gerne, ja, könnt ihr mal reinhören. Da werden quasi alle längeren Videos, die so eine Stunde gehen ungefähr, werden da auch hochgeladen im Audioformat. Joa, gut, wir wollen heute ein bisschen über den Krieger sprechen. Ich habe mir so eine, natürlich, ja, professionell, eine kleine Liste mal erstellt an Fragen. Genau, also ich möchte mit der ersten Frage erstmal anfangen. Was ist denn eigentlich der Krieger in WoW Classic, ja? Vielleicht für Leute, die noch nie WoW gespielt haben, die fragen sich vielleicht, ey, was macht die Klasse eigentlich aus so? Ja, das wäre erstmal meine erste Frage. Wie würdest du den Krieger beschreiben in WoW Classic? Was ist so das Feeling beim Krieger? Also ich würde mal sagen, dass in erster Linie der Krieger der Tank überhaupt ist. Also wenn man, also ich verbinde Krieger auf jeden Fall mit Tank und gleichzeitig dazu neben dem Schurken der stärkste Melee-DPSler, also von der reinen theoretischen DPS wahrscheinlich sogar der stärkste die stärkste Melee-DPS-Klasse. Mhm. Hat natürlich im Gegensatz zum Schurken keine Möglichkeit, die Aggro zu resetten. Ein paar andere Gearteile, die halt der Schurke durch die Set-Items tragen kann, aber das ist nicht so relevant, aber ja, die Melee-Klasse und ja, ziemlich auf jeden Fall eine Gruppenklasse. Also genau, ich wollte jetzt auch so ein bisschen mehr auch noch drauf hinaus, kann ich ja kurz nochmal auch ergänzen. Der Krieger einfach so dieser typische Hau drauf Chars einfach. Dicke Waffen, dicke Rüstung, ne? Also genau. Das ist immer so das Ding auch. Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum viele Krieger einfach, viele Krieger vor allem, warum viele Leute Bock auf den Krieger haben. Weißt du, weil sie einfach dicke Waffen tragen wollen und ne, das ist einfach so. Ich glaube, deswegen spielen viele Leute den Krieger. Genau, ist auch die einzige Klasse, glaube ich, die bis auf Zauberstäbe alle Waffen tragen kann. Stimmt. Auf Vordenseite die einzige Klasse, die Platte trägt. Ist, glaube ich, auch so von der Class Fantasy für viele Leute eine ansprechende Klasse. Genau, ja. Genau.
Genau, ja, dann die nächste Frage wäre eigentlich, warum eigentlich Krieger? Ja, welche Gründe sprechen so dafür? Oder vielleicht erstmal bei dir so, warum hast du mit dem Krieger angefangen? War das Zufall, oder? Tatsächlich habe ich ganz am Anfang Paladin gespielt. Ah, okay. Das hing damit zusammen aus, ich habe Diablo 2 davor gespielt, recht viel. Hatte Ja, irgendwie geiles Paladin so Game. und auch, also einen Krieger habe ich ein bisschen mit einem Barb in Verbindung gebracht. Sind ja auch ein paar Skills ähnlich und Paladin mit Diablo 2 Paladin und habe halt beim Leveln sehr schnell gemerkt, ich kann weder gut tanken, noch mache ich irgendwie viel Schaden. Ah, Und okay. habe dann mit der ersten Serverwelle rerollt auf Krieger. Das war Ah, okay. anderthalb Monate später oder einen Monat später, ich weiß es nicht, da kam so die erste deutsche Serverwelle und habe dann Krieger angefangen. Ah, okay. Und also du hast quasi, während du den Paladin gespielt hast, so gemerkt, okay, das ist nicht das, was du damit eigentlich machen Genau, möchtest, so eine Art, ne? genau. Okay. Also ich habe einen Paladin noch nicht mal geradet, also ich wusste nicht mal, dass der Anfang, oder war mir noch nicht klar, dass das nur ein Buffwort ist und Ja. in erster Linie Healer. Also ich dachte halt, gut, Paladin kann man irgendwie als Tank leveln oder nicht als Tank leveln, aber zumindest als Tank spielen. Und ja, das Ja. war nicht so toll. Und Krieger hat mir dann wirklich viel Spaß gemacht und Ah, okay, bin dann cool. auch im Raid relativ schnell zum Tanken gekommen und auch dabei geblieben im Großen und Ja. Ganzen. Wie alt warst du, wenn ich fragen darf, so bei Classic Willys? 15. Also ich war noch in der 15. Schule. Ja, Ah, dann, ganz am Anfang. interessant, dann warst du eigentlich genauso alt wie ich auch. Ich war, glaube ich, auch so 15, 16 ungefähr. Und ich habe auch mit dem Krieger angefangen damals. Das war mein allererster Char. Und ich war mit dem Krieger komplett überfordert. Also ich habe komplett ewig lange hochgelevelt und also nur Scheiße gebaut. Und also ich habe es im Nachhinein bereut, dass ich mit dem Krieger angefangen habe, WoW. Ich habe auch vorher kein MMO gespielt. Aber du hast anscheinend dann doch andere Erfahrungen so gemacht, ne? Also dir hat es dann direkt gefallen. Naja, also du hast auch angesprochen, das Gameplay, ich habe am Anfang auch, keine Ahnung, komplett verskillt, beim Ah, Leveln okay. alles Mögliche gemacht. Also, Ja. keine, also ich glaube, wie die meisten Spieler mit dem ersten MMO, also ich habe auch wirklich lange gebraucht, bis ich dann 60 war. Und als wir mit Molten Core angefangen haben, war auch schon BWL draußen. Also es war jetzt nicht so, Ah, dass ich okay. sofort angefangen habe zu raiden, sondern es ging schon viel Unfug Okay. gemacht und Ja. auch mit dem Gear keine Ahnung gehabt, was man anzieht. Und auf welchem Server hast du gespielt? Morganis damals. Auch ein deutscher Server, ne? Das ist ein Oder? deutscher Server. Okay. Und hab da auch Horde gespielt, obwohl mein erster Char Paladin Allianz war. Ach so, dann hast du Horde gespielt. Ah, Genau, okay. ich habe Horde zuerst gespielt. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter. Auch hier direkt die perfekte Frage eigentlich. Horde oder Allianz? Gibt es da einen großen Unterschied, wenn man Krieger spielt? Ja, auf jeden Fall. Also rein von den Rassen ein bisschen. Im Prinzip aber vor allem im PvE ist schon ein ziemlicher Unterschied, finde ich. Also ich habe das Glück gehabt, jetzt auf einem Private Server Horde Tank zu spielen, auf dem anderen Private Server Allianz Tank. Es macht schon einen Unterschied. Also Allianz ist wesentlich angenehmer, leichter, vor allem für einen Einsteiger. Ich finde vor allem Paladin hat den stärksten Raid-Buff überhaupt, meiner Meinung nach, also Segen der Rettung. Das macht als Tank unglaublich einfach. Okay. Kann als Tank zumindest im Raid ziemlich viel Mitigation Gear anziehen, ohne große Aggro-Probleme zu kriegen. Und dasselbe gilt halt natürlich für Fury Warrior. Also Mit Mitigation meinst du wahrscheinlich viel Gear, was sehr viel Schaden eher absorbiert, so eine richtig, Art, ne? Also abhält, richtig, ne? also Tank Gear. Ja. Kein großes Aggro-Gear, sondern ich hatte wirklich bis Nax kaum Aggro-Probleme wegen SDR. Und Okay. das gleiche gilt ja für Fury Krieger. Für die Also ist hast du das es wesentlich wirklich, angenehmer. hast du es wirklich gemerkt, auf Horde-Seite hattest du deutlich mehr Probleme mit der Aggro, ja? Also im Ja, Aggro. auf jeden Okay. Fall. Also SDR, also die 30% weniger Aggro sind halt Ja. Auf den kompletten Raid ja auch, ne? 1,4, 3% circa mehr Schaden, bis man Aggro zieht. Also fast der anderthalbfache Schaden, den man den DPS-Klasse verursachen kann. Klar holt Wind Fury wieder ein bisschen Aggro raus, aber es geht Ah, schon okay. so 1,3, 1,4-fachen Schaden. Mal ganz kurz eine Frage an den Chat. Ist die Audioqualität gut, also beziehungsweise die Lautstärke gut von ihm, oder soll ich ihn noch ein bisschen lauter oder leiser machen? Gerne mal Feedback an der Stelle. Und auch die Info an die Leute, die gerade vielleicht erst reingeschaltet haben. Wir haben heute einen ja, Kriegerspezialisten am Start, der uns quasi heute alle Fragen für den Krieger beantworten wird. Wir werden gleich noch ein bisschen über PvP sprechen, aber vor allem über PvE, weil er sehr viel getankt hat. Und wenn ihr Fragen habt, Leute, gerne immer reinschreiben. Ich versuche die dann so ein bisschen rein zu sneaken zwischendurch. Ja, also gerne, wenn ihr Fragen zum Krieger habt, dann gerne auch reinschalten. Ist gut? Okay, sehr schön. Genau, ich habe noch eine andere Frage, und zwar, ich habe mal gehört,
dass der Schamane einen Aggro-Reduced Totem hat. Stimmt das? Hat er auch, ja. Also er hat ein Totem, was die Aggro um 20% reduziert für die Gruppe. Also nicht. Aber warum ist es dann nicht relevant im PvE? Könnte man auch denken, dann stellt der Schamane einfach das Totem und fertig. Das Ding ist, du kannst als Shami entweder Wind Fury oder das Aggro-Reduced Totem stellen. Es gibt zwar die Möglichkeit, die Totems zu swappen, weil der Wind Fury Buff 10 Sekunden hält, aber es gibt wenig Schamanen und wenig und in Melee-Gruppen ist halt einfach Wind Fury oder es ist schwer, Melees zu überreden, auf Wind Fury zu verzichten. Ah, okay. In Caster-Gruppen, wenn man mehr als 6-7 Shami, oder wenn man zumindest in einer Caster-Gruppe ein Shami hat, wird das auch oft gestellt. Ah, okay. Mage-Gruppe, Warner-Gruppe oder sowas. Ah, okay, das habe ich mir immer schon mal so gefragt, warum dann nicht die Schamanen einfach, weißt du, das Totem hinstellen und fertig. Genau. Okay, gut, wenn du sagst, dass es quasi dann sich das für Windfury eher entschieden wird, macht auf jeden Fall Sinn. Genau. Totem-Swapping, okay. Und allgemein, die Parler-Buffs sind auch stärker als die Shami-Totems. Also Windfury, klar, ist für DPS-Krieger enorm stark, aber Kings und Might ist auch, sind starke Buffs. Zusätzlich kommt noch der Vierwort, auf den ist man zwar nicht unbedingt angewiesen, aber es macht es entspannter. Also es gibt ja ein paar Bosse, die vieren und vor allem bei Neff kannst du als Allianz den wesentlich entspannter spielen. Ja, okay, danke für die Fragen, Leute. Ich versuche die so nebenbei mit reinzubekommen. Außerdem sind die Parler-Buffs raid-weit und die Schamanen-Totem nur gruppenweit. Ne? Das ist natürlich auch ein Nachteil von der Rolle. Genau. Gut. Und Totem-Swapping kostet sehr viel Mana, wird hier auch gemerkt. Genau, die Rassenwahl, ja. Auf beiden Seiten. Gibt es irgendwie eine Rasse, die man spielen sollte, oder ist es nicht so relevant? Also, ich glaube, also erstmal zu allen Sachen, die irgendwie was mit Rasse oder Berufe zu tun haben, ist es natürlich eher so ein Min-Maxing-Ding. Im Prinzip sollte erstmal jeder das spielen, was er will. Aber klar, wenn man das genauer betrachtet, ist auf jeden Fall Allianz, auf jeden Fall Mensch, ist egal, ob man Fury oder Tank spielt. Die Schwert- und Mace-Skills sind, also die plus 5 auf Schwert oder Mace ist ziemlich gut, weil im Grunde alle guten Tankwaffen sind entweder Schwerter oder Kolben. Ja. Und dasselbe gilt ja auch für Fury. Also es gibt zwar in Phase 1 und auch im BWL, also Phase 3 müsste das dann sein, einige gute Äxte für Hordenseite, aber der größte Teil der Top-Waffen und vor allem die Tankwaffen sind halt Schwerter. Und das die 5 Weapon-Skill bringen halt 3% Hit. Das ist schon... Ja, ich habe zum Beispiel auch immer mal wieder gehört von ein paar Leuten, die meinten, ja, man solle doch dann als Tank in Nachtelf gehen, dann hat man irgendwie einen Dodge mehr oder so, ne? Aber das ist auch ein Gerücht, beziehungsweise ich glaube, da verstehen auch dann viele Leute nicht, dass es einfach viel wichtiger ist, dass man wirklich den Gegner hittet mit seinen Sachen, ne? Genau. Deswegen der Weapon Skill einfach viel wichtiger ist vom Menschen und nicht dieser 1% Dodge beim Nachtelfen. Ja. Genau, also ich würde sogar Zwerg über Nachtelf setzen auf Allianz-Seite noch. Stoneform ist noch ein relativ angenehmer CD und die 1% Dodge, finde ich, fallen nicht so krass ins Gewicht. Okay. Aber da werden unterschiedliche Leute auch unterschiedliche Meinungen wahrscheinlich dazu haben. Auf Hordenseite kommt es drauf an. Wenn man Fury spielt, ist Ork auf jeden Fall der stärkste. Blood Fury ist ein guter CD nochmal, den man auch mit Deathwish zusammenziehen kann. Und natürlich der Axe-Skill. Das krank mit den Äxten dann, ne? Ja. Genau, es gibt halt weniger Äxte oder weniger starke Äxte vor allem als Tank. Aber als Fury auf jeden Fall Ork. Als Tank kann man sich darüber streiten. Da gibt es ja auch verschiedene Meinungen, verschiedene Guides. Im Grunde kann man als Tank eigentlich alles spielen, finde ich. Also zumindest das Main. Die absoluten Top-End-Gilden werden wahrscheinlich einen Troll-Main-Tank haben. Wie stark wirklich die Trollfähigkeit ist. Es ist die einzige Fähigkeit, die wirklich als Tank einen Agro-Boost gibt. Ich persönlich würde Tauros spielen, wegen der 2% Hitbox und die 5% HP sind nice, sind jetzt das Wichtigste, aber es sind Overall-HP im Classic. Das heißt, ab BWL, wenn man voll Raid-Buffed sind, sind das halt um die 500 HP rum. Also ist schon mehr als jetzt der Stamina-Buff vom Priest oder so bringt. Okay. Es ist nice mitzunehmen, aber auch die Hitbox ist als Tauros wirklich. Und natürlich in Phase 1 mit Pre-Raid und Phase 3 ist natürlich Ork als Tank auch super. Wegen Axe-Skill wieder, aber ja. Da gibt es also auch. Ja.
Also man kann auch einfach mit dir auf den Weapon-Skill kommen, zum Beispiel. Ja. Okay, okay. Und jetzt wird hier gerade noch gefragt, welche Rasse im PvP? Gut, ich bin jetzt nicht der krasse PvP-Checker, aber ich würde sagen, von den Leuten auch aus der Gilde, die PvP gemacht haben, dass zumindest von Privates aber ein Ork die stärkste PvP-Rasse ist, zwar mit Abstand. Vor der Stun Resistance ist halt wirklich ziemlich stark. Würde ich auch so unterschreiben. Hm. Zusätzlich sind PvP-Krieger oft irgendwie Fury im Raid, also bietet sich sowieso an, Ork zu nehmen, wenn man nur auf die Rassenwahl aus ist. Jetzt in Classic mit der erhöhten Hitbox und Melee-Level kann halt noch keiner sagen, wie stark Tauder sein wird. Stimmt. Durch die 2 Yards höhere Hitbox und gleichzeitig nochmal die 2 Yards, die circa mit Melee-Level dazukommen, kann das halt für vor allem Caster und auch Hunter ziemlich unangenehm sein, wenn man fast auf 10 Meter zuschlagen kann. Stimmt. Hast du dieses Duell da gesehen in diesem Turnier, wo da der eine dann quasi, also es war ein Duell zwischen einem Jäger und einem Krieger. Der Taurenkrieger konnte quasi den Hunter, also die eine Hunter-Falle lag zwischen ihnen und konnte ihn quasi über die Falle hinweg hitten. Ja. Genau. Sorry, und ich kann mir vorstellen, dass das im PvP auch gar nicht so schlechter Boost. Ja, interessant. Stimmt. Aber denkst du, es wird auch im PvE relevant sein, dieser? Nee, ne, oder? Als Tank ist es nice. Allein, dass auch Town 2 Yards mehr hat. Vor allem im Fünfer ähnlich eher. Wenn halt irgendein Mob ausbricht oder im Raid, wenn du hast halt diese 2 Meter mehr Yards oder 2 Meter hast du mehr Reichweite, oder die Reaktionszeit ist größer, weil halt der Mob nicht so schnell aus deiner Hitbox rausläuft. Ja. Ob das wirklich einen großen Unterschied in Raids macht, in MC vielleicht, danach ist sowieso wenig Taunt, die meisten Bosse Taunt, die machen. Fünferin ist es halt noch der Tauren-Stomp ganz. Ja, okay. Ja, jetzt will ich gerade mal ein, zwei Fragen schon mal reinnehmen, die gerade Sinn machen. Heidvogel-Level-Phase geben wir nachher noch ein, ja, oder gleich, ja, keine Sorge, machen wir gleich noch. Hier wird noch gefragt, kann man als MS-Krieger sinnvoll als DD mitraiden oder muss man als Krieger DD in jedem Raid Fury spielen? Das wäre da so deine Auffassung. Gut, jetzt haben wir wieder einmal Raids, die Casual raiden. Kann ich mir vorstellen, dass die einen MS-Krieger mitnehmen, Vordenseite. Alle Gilden, die Richtung Semi-Progress gehen oder Progress-Gilden sind, wird MS-Krieger nicht mitgenommen, allein weil sie einen Debuff-Slot durch Mortal Strike besetzen. Ah, stimmt. Und zusätzlich nicht den Schadensoutput haben von einem Fury Warrior. Auf Vordenseite kann man zu einem gewissen Maß relativ gut Zweihand-Fury spielen, aber Mortal Strike ist, muss man wirklich ein Raid-Lead überreden und ist halt kein sinnvoller Spec. Also, hängt stark von der Gilde ab, aber sinnvoll ist Mortal Strike. Okay. Genau, dann machen wir mal weiter. Levelphase, ne? Kam auch die Frage hier gerade, da gehen wir auch jetzt mal drauf ein. Die Frage war, Tipps und Tricks wären toll. Genau, also ist ja immer so ein bisschen die Grundeinstellung Krieger sehr schwer zum Leveln. Ich denke, das kann man auch so bestätigen. Wobei er wahrscheinlich sogar ein bisschen einfacher als der Schurke levelt, habe ich jetzt schon öfter mal gehört, wenn man ihn richtig spielen kann. Was wäre da so deine Einschätzung? Wie levelt sich der Krieger und welche Sachen sollte man vielleicht wissen oder beachten? Also meines Erachtens die langsamste Levelklasse. Ich habe auch einen Schurkentrink hochgelevelt, das war aber nicht zu einem selber Start, sondern irgendwann mal halt später. Natürlich mehr Mobs und so kriegt und Krieger habe ich immer jetzt halt zum Start von selber auch gelevelt. Da ist vielleicht die Erfahrung ein bisschen anders, wie es bei anderen Leuten vielleicht ist. Mhm. Aber vom Leveln her so ab Level 10 bis Level 40 ist es schon mühsam. Also wenn man das erste Mal Classic jetzt spielt nach langer Zeit oder so, ist Krieger wahrscheinlich wirklich die unangenehmste Klasse zum Leveln. Was ich rausgefunden habe, was gut ist, immer versuchen in der Gilde an irgendeinen Healer zusammen zu spielen, also der genau in der Level-Range ist, wo man hinkommt und alle Instanzen allein einmal mit Quests mitnehmen, allein fürs Gear. Manche Instanzen auch ein bisschen öfters, beziehungsweise es gibt auch 2, 3 Waffen, die man meiner Meinung nach farmen sollte, vor allem auf dem frischen Server in Fünfer Innis. Ja, da kommen wir auch später, die Frage habe ich mir auch noch aufgeschrieben. Da kommen wir später auch noch zu, genau. Und vielleicht können wir jetzt auch die Frage gleich beantworten. Welche ist jetzt die nächste Frage? Welchen Spec sollte man nehmen? Ja, früher war ja immer so das Maß aller Dinge, Mortal Strike, ja, dass man quasi mit 2-Waffen hochlevelt, von wegen, weil man mit der Offhand nicht so oft hitten würde, bla bla bla, habe ich oft gehört, das Argument. Dann irgendwann habe ich gehört,
Nee, man soll mit Fury hochleveln, weil man dadurch viel mehr Agro bekommt und auch, selbst wenn man mal so oft verfehlt, auch kein Problem. Gibt es da irgendwelche, ja, was würdest du da sagen? Ich bin der Meinung, es geht beides. Also, ich würde mindestens bis Level 30 Fury spielen, einfach weil Okay. die unteren Talente stärker sind zum Leveln. Also, Cruelty oder Grausamkeit, halt die 5% Crit, verbesserter Battle Shout und auch Enrage sind, und natürlich Piercing Howl. Ziemlich starke Talente, finde ich, Leveln, oder ziemlich nützliche Talente. Ab Level 30 bis 40 ist es Geschmackssache. Ich denke mal, der größte Teil oder die meisten Krieger werden wahrscheinlich sagen, Arms ist der stärkere Respekt danach zum Leveln. Ab dem Zeitpunkt, wo man die weitreichenden Stöße bekommt, also zwei Gegner cleaven kann im Grunde damit. Ah, okay. Hm. Ich persönlich habe beides gemacht und fand Fury weiter zu skillen ein bisschen angenehmer. Hängt, glaube ich, auch ein bisschen davon ab, wie viel PvP auf dem PvP-Server in dem Levelbereich los ist und welche Waffen man kriegt. Mich hat es immer gestört, in Arms Tree später eine Spezialisierung zu wählen und dann kriegst du 2 Level wieder später eine andere Waffe und ja, entweder du skillst um oder lässt es weg. Ah, Wie gesagt, okay. das ist Geschmackssache, also Arms und Fury geht beides. Hab aber Fury immer mit 2 Hand gespielt. Also nicht Dual Wield, sondern ja, Ach, Bar ehrlich, Fury. ja? Ah, Genau. okay. Also zum Okay. Leveln. Ja. Ach, das wusste ich auch noch nicht. Also zwei Einhandwaffen sind echt nicht ideal, sagst du, oder Es gibt wenig Zweihandwaffen und die Misschance ist halt wirklich nervig. Also der Vorteil ist, wenn man halt Fury skillt zum Leveln, kann man halt, wenn man mal 2 gute Einhandwaffen kommt, auch relativ schnell die mal nutzen, solange der Waffenskill halt oben ist. Aber im Prinzip würde ich immer mit einer Zweihandwaffe leveln und habe auch Waffen, die ich mir beim Leveln aussuche, die als nächstes kommen, sind eigentlich nur darauf ausgelegt, dass es Zweihandwaffen sind. Ah, okay. Okay. Welche Klassenquests sind wichtig in der Levelphase? Gibt es da irgendwelche, die man auf jeden Fall machen sollte? Jetzt hängt es wieder davon ab, ob wir auf dem ganz frischen Server sind oder wie man später startet. Wenn wir jetzt halt auf dem frischen Server sind, natürlich die Level 10 Death Stance Quest und die Level 30 Berserk Haltung Quest. Erklärt sich, glaube ich, fast von alleine. Also Ja. Death Stance braucht man für alle 5er Inis. Genau. Gibt Taunt, gibt noch eine ganz gute Einhandwaffe für das Level, die fast so viel DPS hat wie viele Zweihandwaffen in dem Bereich. Und mit Level 30 natürlich für die Berserk Stance. Weil da der Ja. erste Style kommt mit Whirlwind. Wenn man jetzt auf dem Server ist, wo man Hilfe bekommt oder so weit in der Mitte ist, dass man Spieler hat, die einem helfen können, dann lohnt sich natürlich mit Level 30 noch die Quest für die Whirlwind Axe. Glaube ich, Ja. fast jeder kennt. Eine enorm starke Waffe, die man wirklich 10, 15 Level tragen kann. Auf dem frischen Server habe ich sie nie geschafft, einfach aus dem Grund, weil relativ schnell Level und relativ viel Spiel und wenig Spieler in dem Bereich waren, die auch dann helfen. Und viele Power-Leveler, die weiterziehen und ja, diese Level 36, 37 Elementare und später das Level 40 Elementar alleine oder zu zweit ist schon schwer und kostet Zeit. Ja, kann ich mir auch Und schwer auf vorstellen, unter Umständen. Allianz-Seite kriegt man mit der Klosterquest zwar eine Waffe, die genauso ist, sogar Genau, das wäre besser. jetzt auch. Ja, moin Xenix, moin moin, genau. Heute geht es quasi erstmal um den Krieger. Ja, die nächste Stunde auf jeden Fall noch. Wenn du Fragen zum Krieger hast, dann gerne in den Chat. Und auch, ja, guten Abend an jeden, der gerade zugeschaltet hat. Wir schauen uns gerade mal die Kriegerklasse in WoW Classic ein bisschen genauer an. Und die letzte Frage, so für den Anfangsbereich, wäre dann noch: Ja, welche Waffen oder Dungeons sollte man während der Levelphase machen? Beziehungsweise sich holen. Ja, welche Waffen wären da sonst noch wichtig so oder effektiv? Also hauptsächlich auf Hordenseite, das würde ich direkt die erste Waffe mit HDW oder Wailing Caverns holen. Das ist diese Quest, wo man den Crescent Stuff bekommt, Mondsichelstab, glaube ich, auf Deutsch. Das ist ein Zweihandstab mit über 20 DPS, Willenskraft und, ich glaube, Stamina, bin mir nicht ganz sicher. Okay. Das ist eine enorm gute Kriegerwaffe, weil viele, glaube ich, den Fehler machen und die Einhandwaffe nehmen. Habe ich bis jetzt beim Leveln immer geholt. Ja, auch im Discord mal schicken. Das ist auf jeden Fall die erste Waffe, wo ich als Hordenkrieger auf jeden Fall holen würde. Danach, sage ich mal, so Ende 30 bietet sich sowohl für Horde auch als Allianz an Corpsemaker zu farmen. Ein Drace of Crawl.
den Boss kann man ziemlich leicht farmen und ziemlich oft. Braucht natürlich eine Gruppe mit Leuten, die hauptsächlich den Boss machen. Also wenn man mit 2, 3 Kriegern unterwegs ist und einem Healer zum Beispiel oder einem Chummy oder so, ja, kann man die Instanz ein paar Mal resetten und für alle den Korps wegholen. Die ist ja auf jeden Fall die nächstbessere Waffe, die man schnell kriegt, die auch ziemlich stark ist für eine Weile. Und welcher Levelbereich war das? Ende 20, ich glaube ab 29 kann man nicht sagen. Okay. Corpsemaker. Man muss halt in der Inni halt, ich werde auch mit einem Kumpel wieder nur den Boss halt abfarmen, bis wir beide die Waffe haben. Okay. Gut. Ab Kloster bietet sich dann halt an, als Ali auf jeden Fall die Quest zu machen, den ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. So ähnlich, wo du alle Klosterbosse einmal killen musst. Da kriegst du eine gute Zweihand-Axt. Genau, Scharlachrote Weg oder irgendwie so, ne? Die Köster, ja. Genau, die ist auch sehr, sehr gut. Ich glaube, die ist sogar ein bisschen besser als die Velvet-Axt. Oder ähnlich gut. Und dann gibt es halt noch, wenn man die Klassenquest nicht macht, den Ravenger oder den Verheerer da, diesen von Herold, diese Wirbel-Axt. Auch wenn der Effekt mich selber ein bisschen nervt, das Waffe hat viel DPS und reicht dann bis Uldaman. Wo man sich dann so die ganze Zeit dreht, ne? Genau. und dann gibt es in Uldaman noch 2 super Waffen, die man fast bis Level 60 tragen kann. Genau, dann würde ich sagen, noch 2 abschließende Fragen zum Leveln. Dann gehen wir auch dann langsam in den Level 60er Bereich über. Was macht das Level beim Krieger denn so schwer? Erstens, dass man kein Selfie hat. Also man muss halt, es ist schwer, Mobs zu killen ohne Selfie teilweise, weil man oft misst oder und dazu keine Stunts hat. Also einzige Kriegerstun ist im Protection Tree. Es gibt wirklich, aber zumindest auf Private Server, die waren ja auch ein bisschen schwerer, so wie es scheint, wie jetzt halt Classic sein wird. Mobs auf demselben Level, wenn man da ein paar Mal verfehlt, stirbt man wirklich schnell und hat keine Utility, also man hat keinen Sprint, kein Vanish, keine Stunts, Genau. Und halt kein Heal. Also wie gesagt, im Krieger werdet ihr oft die Erfahrung machen, habe ich auch früher gemacht. Sobald man mal außerdem einen zweiten Mob pullt, wird es oft kritisch. Und wenn dann der dritte kommt, ist halt Ende. Und während man mit anderen Klassen wirklich viel mehr Möglichkeiten hat, ne? Magier kann einen schieben oder wie eine Nova mal ein bisschen kiten. Aber mit dem Krieger ist halt einfach, ist deutlich schwieriger. Und du bist halt eine ganz gear-abhängige Klasse. Du hast hast bis Level 34 nur Rend als richtigen Damage-Skill. Also der enorm schwach auch noch ist. Das heißt, der größte Teil vom Schaden kommt durch Auto-Hits. Und Rage für Heroic Strike hat man auch nicht wirklich. Ja, kommt halt viel Auto-Hit-Schaden und hat kaum nützliche Skills beim Leveln erstmal. Ja. Zwar später ein bisschen besser, aber. Okay. Ach, hier wird gerade noch angemerkt, den Effekt von dieser Wirbelwaffe kann man mit einem Makro abbrechen. Okay, wusste ich auch noch nicht. Ja, genau. Ging auf Private Server, glaube ich, teilweise auch. Bin mir gar nicht mehr so sicher, aber Classic soll es recht easy gehen. Und dann die letzte Frage noch zu dem Thema, dann machen wir auch weiter. Willenskraft-Gear, habe ich jetzt auch schon gehört, soll sich ja auch für Melees lohnen während der Levelphase, ne? Weil man wirklich sehr schnell HP auch reckt, ne? Und dann nicht so eine Downtime hat. Ja, gibt's da so, was da deine Meinung von, macht das Sinn oder ist es eher so ein Meme irgendwie? Nee, also ich finde, wenn man Gear hat, auf dem Willenskraft drauf ist, würde ich es auf jeden Fall mitnehmen. Also ich verringere auf jeden Fall Direktzeiten. Ich habe jetzt selber im Stresstest nur bis Level 14 gelevelt. Aber ich habe auch gelesen, dass es glaube ich sogar 0,8, also der Willenskraft mal 0,8 ist glaube ich das, was man zusätzlich alle 5 Sekunden direkt außerhalb vom Combat verringert Direktzeiten auf jeden Fall. Das ist auch wieder so eine Geschichte, Leute, ne? Ihr könnt auch mal gerne gerade in den Chat reinschreiben. Wer von euch, ja, als Melee, also Krieger, Schurke, wie auch immer, wusste wirklich, dass Willenskraft gut ist während der Levelphase? Jetzt mal ehrlich, Leute. Ich hab's nicht gewusst, ohne Kack. Bis vor 1, 2 Wochen wusste ich nicht, dass Willenskraft wirklich gut ist beim Leveln. Es hat mich einfach mega überrascht, ne? Also jahrelang dachte ich immer nur Agi pumpen und keine Ahnung. Komisch manchmal, wie man das so nicht mitbekommt irgendwie. Ja. Genau, die Frage war dann quasi, PvP. Vielleicht einfach nur mal ganz, wie gesagt, grob Mortal Strike only oder kann man auch Fury im PvP spielen, wenn man Level 60 erreicht hat? Also, ich würde auf jeden Fall Mortal Strike spielen
und kenne auch keinen, der, glaube ich, mit Fury vor allem mit frisch Level 60 Spaß hat im PvP. Okay. Das heißt, also ich kann, also Swift. Ich würde... Ja, sorry. Ja, also wie gesagt, ich glaube, dass es da schon einen riesen Abstand zwischen Mortal Strike und Fury gibt, vor allem, weil der Hauptdamage-Spell von Fury halt mit AP skaliert, hat man mit frisch Level 60 noch nicht so viel. Gleichzeitig sind eigentlich alle guten PvP-Talente und Zweihand-Talente eigentlich im Mortal Strike-Baum. Hm. Ja, würde ich jetzt auch so bestätigen, also in Stammgruppen einfach der Heal-Debuff einfach so stark auf gegnerischen Healern, ne? Genau. Einfach auch so wichtig. Ja, ich glaube, wenn man ambitioniert PvP machen möchte, gerade in Gruppenkämpfen, dann ist Mortal Strike auf jeden Fall Pflicht. Und auch im Royal PvP, ich weiß nicht, Fury hat natürlich auch schon Möglichkeiten, dadurch, dass man einfach ein bisschen Self-Heal hat, ne? Aber der ist aber sehr, sehr gering. Also der ist halt, genau, der ist sehr gering. Und ja, deswegen da, also die ganzen guten Krieger, die ich immer gesehen habe, waren auch immer Mortal Strike. Weil man da auch relativ gut Waffen bekommt. Man kann sich den Arcanid Reaper craften und so weiter. Ja. Deswegen lohnt es sich wahrscheinlich in Overall mehr, wenn man Mortal Strike geht. Ja, auf jeden Fall. Genau, aber Fury ist trotzdem möglich. Stimmt schon, Izuya. Ja, stimmt schon, aber Overall ist es wahrscheinlich leicht schlechter. Ja. Genau, welche Items sollte man sich generell holen, wenn man nur PvP spielt mit dem Krieger? Also ich weiß, dass die Krieger, die bei uns in der Gilde PvP gemacht haben, immer direkt frisch mit Level 60 haben, an den Arcanite Reaper zu kommen. Ja. Weil es einfach für das Level und ich glaube auch bis jetzt die Raggi-Waffen die beste Zahnwaffe ist. Mhm. Ansonsten weiß ich gar nicht, ob es so viele Items in Phase 1 direkt gibt, die richtig nützlich für PvP sind. Mir fallen jetzt sonst kaum welche ein, aber wie gesagt, ich bin auch nicht so der PvP-Spieler und Experte. Genau, ist ja gar kein Problem. Ne, wie gesagt, PvP-Leute wollen wir nur kurz anreißen heute. Ich glaube auch, da kommen jetzt vor allem auch diese Standard-PvP-Quest-Items, wie halt diese Nifties, Stopwatch, Skull of Impending Doom. Ja, gerade diese Gimmick-Items, sage ich mal, die Trinkets, ja, sind für den Krieger doch sehr wichtig, finde ich, weil, also das habe ich immer wieder gemerkt auch, weil man mit dem Krieger einfach relativ wenige Fähigkeiten hat, um an den Gegner ranzukommen irgendwie oder irgendwie ihn zu CC'en. Braucht man einfach viele Items, die einem irgendwie helfen können, um eben an den Gegner ranzukommen, ja, und alles, was irgendwie CC breakt oder eure Geschwindigkeit erhöht, ist einfach wertvoll und solche Gegenstände solltet ihr auf jeden Fall während der Levelphase nicht zerstören, sondern behalten, ne? Genau. Ja, welche Berufe eignen sich als PvP-Krieger? Da wird derselbe, also der beste Beruf für eigentlich alle Rollen als Krieger ist auf jeden Fall Inji. Und dann PvP vor allem halt auch durch die Iron Grenades, durch die ganzen Gimmicks, durch Mind Control, Helm, durch den Charge Helm. Also Inji ist einfach mit Abstand der stärkste Beruf, finde ich, im Classic überhaupt, der in vielen Bereichen einfach Vorteile bietet. Die meisten anderen tollen Sachen von den anderen Berufen kann halt jemand anders craften. Das heißt, das kann man halt irgendwie übers AHA oder über die Gilde bekommen von jemandem. Ja. Inji dagegen ist halt alles nur nutzbar, wenn man selbst Inji ist. Genau, richtig. Das ist auch wichtig. Also die Sachen könnt ihr, also die Granaten und so weiter, könnt ihr eben nur werfen, wenn ihr selber auch Inji seid. Und ja, da würde ich jetzt auch so sagen, Inji, das würde man dann wahrscheinlich verbinden mit Mining oder so, ne? Dass man das dann relativ einfach noch farmen kann. Ich meine, als PvP-Spieler, als reiner PvP-Spieler hat man meistens nicht so mega viel Gold, ja. Hab früher auch oft halt wirklich only PvP gemacht und hatte auch immer gefühlt Goldmangel. Von daher würde ich mir dann, glaube ich, die NG-Sachen selber in der offenen Welt erfarmen, mit Mining, also mit Bergbau und dann halt damit Medigranaten bauen. Das wäre auch so mein Tipp. Genau, welche Verzauberungen braucht man als PvP-Krieger? Da würde ich jetzt auch spontan sagen, wahrscheinlich Movement Speed auf Schuhen auf jeden Fall. Ihr wollt am Gegner an den Gegner rankommen. Weapon Chain, weiß ich gar nicht, ob die so relevant ist oder ob man da direkt auch Kreuzfahrer nimmt. Hast du da vielleicht noch mehr? Das weiß ich nicht, aber wenn ich jetzt PvP spielen würde, würde ich wahrscheinlich die Weapon Chain nehmen. Okay. Weapon Chain nehmen, Movement Speed und der Rest halt irgendwie HP oder Stärke, Verzauberungen, je nachdem, was es halt gibt darauf. Genau, das ist eigentlich auch so ein PvP, so der gängige, die gängige Taktik, maximal in Stamina reingehen. Ne? Man möchte lange überleben.
damit die Healer eben, wenn sie mal gefeiert werden, halt auch genug Zeit haben, um euch wieder zu heilen, ja. Deswegen, also desto mehr Ausdauer ein Krieger hat, desto stärker wird er auch gefühlt im PvP, gerade im Gruppen-PvP, finde ich. Genau, deswegen würde ich da full Stamina und ja, Leben enchanten. Ja, welche Addons braucht man als PvP-Krieger? Fällt dir da jetzt spontan irgendein Addon ein? Gegnerische Caspar wahrscheinlich, also Enemy Caspar. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Ansonsten Dunwatch ist bestimmt nicht schlecht und Trinket Add-ons, um die zu wechseln, sobald man aus dem Kampf ist oder sowas. Also genau, ich weiß, dass die Stärke, ja, oder die Leute, die aktiver PvP gespielt haben, die haben halt mehrere Trinkets mitgenommen, verschiedenen, haben die dann immer gewechselt, wenn CD drauf war. Genau. Und so weiter. Genau. Wird noch Weapon Swing Timer wird noch erwähnt hier, habe ich auch bei vielen guten Kriegern gesehen. Ja, ja, klar. Ist das fürs PvP auch so relevant, ja? Fürs PvP weiß ich. Wie gesagt, ich habe selber nie viel PvP gemacht. Aber es ist allgemein als Krieger kein schlechtes Add-on oder kein unnützes. Gerade wenn man langsame Zahlenwaffen hat, dass man dann auch sieht, wenn der nächste Hit kommt und so weiter, ne? Genau, beziehungsweise jemand bei einem anderen Melee halt aus der Melee-Zone rausgehen kann. Ja. Gegner Swing avoiden, bis Eigner wieder ready ist. Ah, okay, Montre, danke dir für den Hinweis, okay. Aber es wird dann schon sehr tryhard-mäßig so. Aber okay, kann ich verstehen, ja. Ist das echt, machen die Leute wirklich, ja, dass sie dann gucken, wenn der gegnerische Swing kommen würde, haut man ab und okay. Okay. Genau, also wie gesagt, da fällt mir jetzt auch jetzt nicht so mega, jetzt sterbe ich glaube ich gleich, mega viel ein gerade. Wie gesagt, PvP ist auf jeden Fall nicht, und dann bin ich tot, der Hauptfokus von dem Gespräch heute. Es wird aber auch nochmal ein Abend kommen, wo ich mich mit einem ehemaligen Rang 14 Krieger unterhalten werde und da werden wir diese ganzen Themen nochmal genau beleuchten. Genau, vielleicht als letzte Frage für den PvP-Bereich dann nochmal das Gameplay als PvP, als Krieger im PvP. Ich meine, du wirst jetzt sicherlich auch gezwungenermaßen vielleicht manchmal PvP gemacht haben, wenn man gegankt wird oder wie in der offenen Welt. Wie fühlt es sich denn generell so für dich an, wenn man PvP macht mit einem Krieger? Also Solo macht es nicht viel Spaß. Man ist halt relativ anfällig gegen Stunts, CCs, also vor allem im One-on-One. Ja. Würde ich auch behaupten, dass Krieger fast die schlechteste Klasse ist, vor allem ohne viel Gear. Sehr gearabhängig, genau. Genau, wenn ein guter Schurke ist, ein guter Mage ist, Warlock, die können teilweise einen killen, ohne dass man gescheit drankommt. Ähnlich halt mit einem Shadow Priest. Vor allem ab dem Level 40-Bereich sind halt die meisten Priester Shadow. Das ist halt, macht keinen Spaß, weil man nicht mal die Rage bekommt, um das Schild runterzuhauen. Ja. Ja. Wenn man einen Healer hat und eine gute Waffe, macht es schon Spaß. Vor allem auf Allianz-Seite mit Paladin war es cool. Segen der Freiheit, wenn man rankommt, Kniesehne. Ja. Ja. Aber wie gesagt, ich habe halt nur während dem Leveln viel PvP, oder was heißt viel, gezwungenermaßen PvP gemacht. Ja. Und halt versucht, Rang 3 zu kriegen damals für 10% Rabatt. Das war's. Ja. Kann ich auch so bestätigen. Also mit dem Krieger ist wirklich, glaube ich, die Klasse, wo wirklich das Gear und auch die Fähigkeiten mit dem Char am relevantesten sind irgendwie. Also so ein großer Unterschied, ob man einen schlecht equippten Krieger hat, mit einem schlechten Spieler dahinter und einem gut equippten Krieger mit einem guten Spieler, ist ein, wirklich, das sind Welten dazwischen einfach, ja. Der eine Krieger, einen Monkey News oder so, ja, der kann gefühlt drei Gegner nacheinander oder gleichzeitig wegballern. Und ein Krieger ohne Gear und ohne Ahnung davon kann doch nicht mal irgendwie einen killen, so gefühlt. Deswegen, da ist auch wirklich, mit einem Krieger ist so eine Geschichte. Also wenn man sich auskennt mit der Klasse und wirklich sehr viel Gear hat, kann man da wirklich Sachen machen, da träumen andere von. Ja, aber wenn man, wie gesagt, keine Ahnung und kein Gear hat, dann bekommt man wirklich konstant aufs Maul. Und das sollte man sich auf jeden Fall also im Klaren drüber sein, ja, wenn ihr immer so hört, ja, Krieger in Vanilla ist voll stark und bla. Wenn ihr Ahnung habt und viel Gear, dann irgendwann mal ja, aber vorher ist es wirklich sehr, sehr schwer. Ja. Im PvP. Ist auch so meine Einschätzung eigentlich. Ich habe, wie gesagt, auch öfter mal Krieger gespielt. Genau, aber wir entfernen uns mal vom PvP-Bereich, weil das ist heute nicht der Fokus, ja. Und gehen mal in den PvE-Bereich wieder über. Endlich Level 60, ja. Mit welchem Spec spielt man denn den Damage-Krieger? Ja, was macht man quasi, wenn man
Level 60 erreicht hat und man möchte wirklich PvE machen, ja, das Dungeon Grinding fängt an, UBS, Sholomance und so weiter, was macht man dann? Also, wenn es anfängt mit Level 60, Dungeon Grinding kann man auf jeden Fall auch abends ganz gut spielen. Also vor allem, wenn man noch 2 Anläufe hat vom Leveln, Gear farmt, Sweeping Strikes und 5er ist auch nicht so schlecht. Man muss nicht sofort jetzt auf Fury umskillen. Kannst du mir gerade mal den Spec schon mal dann linken, den Fury-Spec? Wie ich Fury-Skillen, ja, kann ich. Genau, ja. Mehr im Hintergrund dann schon mal verlinken. So. Jo, danke. Ich hoffe, das war der Richtige. Das wäre jetzt ein Spec, den ich mit Piercing Hau nehmen würde. Der Punkt ist halt, manche wollen es, manche nicht. Es gibt ein paar Bosse, wo Piercing interessant ist. Aber wie gesagt, erstmal mit Dungeon Grinding, finde ich, spielt es keine große Rolle, welchen Spec man hat. Bin auch der Meinung, dass die meisten DPS-Krieger als Tank in Instanzen gehen sollten, erstmal. Es gibt nicht so viele Tanks, also meistens werden Tanks gesucht im 5er Innis. Man kommt wesentlich schneller in eine Gruppe, wenn man bereit ist zu tanken. Und ansonsten hat man meistens so einen DPS-Krieger im PvE. Was halt schwer, wenn noch ein anderer Tank ist. Ja, ich habe gerade wieder ein bisschen gelaggt. Aber ich versuche das hier mal so einigermaßen hinzubekommen. So, gucken mal. Also, ja, den Spec hat er mir hier gerade gelinkt. Das wäre quasi der klassische Fury-Spec auf Level 60, ne? Skillen. Execute noch mitnehmen. Du bist gerade ein bisschen abgehakt. Ah, das leckt gerade. Ja, aber diesmal liegt es an dir eventuell. Du warst eigentlich stabil gerade. Okay. Jetzt geht's, glaube ich, wieder. Hört man mich wieder gut? Ich weiß es nicht. Ja, jetzt geht's gerade wieder. Genau, vielleicht einfach nochmal neu anfangen. Also, wenn man jetzt Level 60 erreicht hat, die Leute sehen den Spec jetzt quasi gerade hier. Warum speckt man so und ja, ich kann ja vielleicht einfach mal dann hier die Talente nach und nach durchgehen. Also, gehen wir erstmal auf die Arms-Talente ein. Speziell da will man halt vor allem Impale haben. Also Impale ist unter tiefe Wunden. Also durchbohren auf Deutsch, ne? Genau, durchbohren müsste es sein. Dazu Taktiker, also Impale. Drei wichtigsten Arms-Talente daraus. Taktiker, damit man die Haltung wechseln kann und Wut behalten kann. Overpower ist halt ein reaktiver Skill, den man nutzen kann, sobald der Gegner dodgt. Ja, überwältigen auf Deutsch. Ja. Richtig. Und hat halt plus 50% Crit. Vor allem am Anfang ist das, es geht um das sind die wichtigsten Talente daraus. Ja. Zusätzlich Akkasionskontrolle auf Deutsch müsste das sein, auch ein ziemlich gutes Talent. Der Tooltip ist ein bisschen verwirrend, was nicht ganz richtig ist. Im Prinzip bringt das Talent alle 3 Sekunden einen Wutpunkt. Also außerhalb und im Kampf. Dadurch kommt halt dieser Tooltip zustande, dass es 3 Cent weniger Rage verliert. Im Kampf kriegt man im Grunde halt alle 3 Sekunden einen zusätzlichen Wutpunkt. Das ist ganz nett, ist der eine Punkt. Jeder Fury wahrscheinlich, warum man überhaupt da rein. Im Fury Tree ist es halt stärkste Talente, das am Anfang halt, wie gesagt, Grausamkeit. Wir müssen, glaube ich, mal ganz kurz Pause machen, es leckt leider gerade ein bisschen. Holocall, vielen Dank für dein Host, danke dir. Guten Abend an die 25 Leute, die gerade von Holocron rübergekommen sind. Aber versteht man mich noch gut oder lag ich auch? Mich versteht man hoffentlich noch gut, ja. Gerne mal Feedback an der Stelle. Urza, vielleicht, wir machen mal ganz kurz eine kleine Pause, ja. Dass wir vielleicht gucken können, dass deine Leitung dann stabiler läuft wieder. Gehen wir ganz kurz hier. So. Genau, mal die Info an euch, Leute. Wir haben heute so eine kleine Klassen-Special-Runde hier am Start. Wir haben den Urza am Start, der uns heute 1,5 Stunden lang Rede und Antwort stehen wird und uns den Krieger vorstellen wird, ja.
Eine sehr beliebte Klasse in WoW Classic, die viele spielen wollen. Und wir haben eben gerade schon über die Levelphase gesprochen und über das PvP. Und wir fangen gerade jetzt gerade an, uns über den PvE-Bereich näher zu unterhalten, wo der Urza auch viel Erfahrung hat. Und genau, wir schauen uns quasi gerade hier die Fury-Talente an, die man eben beim DPS-Krieger, also wenn man Schaden machen möchte mit dem Krieger, auf Level 60 dann erstmal so skillen würde. Das war der Baum, den er mir hier geschickt hat. Und genau, wir hoffen gerade, dass seine Internetanbindung jetzt wieder ein bisschen stabiler läuft. Und Urza, bist du da? Ich bin noch da, ja. Genau, ich würde sagen, ja, wir versuchen es einfach nochmal. Also wie gesagt, vielleicht eben haben wir ja den Armsbaum schon ein bisschen erklärt. Warum speckt man denn hier dann so im Fury-Baum? Also im Fury-Baum hauptsächlich am Anfang wegen dem 5% Crit. Ah, okay. Und, genau. Darunter die 5 Punkte in Entfesselter Zorn, heißt auf Deutsch, genau. Sind halt als Dual-Wield Fury ganz okay, ist aber kein starkes Talent. Also als Zweihand Fury gibt es auch welche, die Demo schaut oder die erhöhte Dauer vom Battle Shout Skill ist nicht das stärkste Talent, nimmt man halt mit, weil man irgendwas braucht. Ja, ist das Beste davon. Okay. Okay. Schlachtruf sind halt 25% mehr Attack Power, klar, auch für die Gruppe, also auch für die Schurken. Ja, ist offensichtlich, glaube ich, warum man das nimmt. Und Piercing Hole ist eher für PvP, 5er Inis nützlich. Es gibt ein paar vereinzelte Raid-Bosse, wo man es nutzen kann. Okay. Also auch bei uns in der Gilde. Endrage skillt man hauptsächlich. Also Wut an, weil man skillen muss für Flurry, also Schlaghagel. Mhm. Und die Beidhändigkeitsspezialisierung ist relativ DPS-Talent, weil auch beim Krieger recht viel Schaden nochmal durch die Offhand-Kompetenz. Was sein könnte, was mir gerade aufgefallen ist, vielleicht hast du auch in dem neuen Server hier und da Einstellungen. Und dann Sprache und Video, vielleicht hast du deine Mikrofonempfindlichkeit nicht hoch genug, weißt du? Man hat immer so Aussetzer bei dir in der Aufnahme. Okay, warte. Vielleicht ist sie ein bisschen, weißt du, muss hier nochmal umstellen. Jetzt habe ich es runtergestellt, ich weiß nicht, ob es besser ist. Ja, ich glaube schon. Also muss man das pro Server neu einstellen? Weiß ich gerade gar nicht so genau. Ich glaube nicht, aber ich benutze auch wenig Discord, von dem her. Ja, und sonst vielleicht mal so Programme im Hintergrund ausschalten, die noch irgendwie so an der Leitung ziehen würden. Das würde vielleicht auch ein wenig helfen. Ja. Gut. Okay, hoffen wir mal, dass das jetzt besser wird. Ja, am Anfang war es echt perfekt. Und dann irgendwie so in der Mitte. komisch. Okay. Habe ich irgendwie kein Packet Loss. Also 0% Packet Loss. Naja. Ja, komisch. Einfach auf Teamspeak umsteigen. Ja, wir versuchen es nochmal ein bisschen so, Leute. Wir gucken nochmal, ja. Ja, ich glaube, wir waren bei der Beidhändigkeitsspezialisierung, glaube ich. Ja, das Hauptding ist halt, wie gesagt, der Aufwand wird halt Rage generiert halt auch und mehr Weit-Hit-Damage durch die Aufwand ist halt mehr Rage. Ja, verstehe, ja. Ist auch ein geringer, also nicht ganz geringer Teil, kommt halt auch durch die Aufwand an Schaden zustande. Ja. Dann relativ offensichtlich braucht man einmal für Bloodthirst und ist ein super starkes Talent. Also 3 Minuten CD hat man bei jedem Bosskampf und hat auch, glaube ich, 30 Sekunden Dauer. Genau, also vor einem Molten Core, viele Bossfights dauern nicht lange. Todeswunsch, ja. Vielen, vielen Dank, Usaya. Ich glaube, wir waren gerade bei einer Frage, ob man Bloodthirst wirklich spielt wegen Heroic Strike, oder? Genau, richtig. Da kam aus. Ja, also es lohnt überhaupt nicht, Bloodthirst auszulassen für Heroic Strike. Heroic Strike hat 139 Bonusschaden, glaube ich. Später gibt es noch einen Rang, der höher ist. Und im Grunde zahlt man die ganzen Rage-Kosten und den fehlenden Whitehead, also die Rage-Kosten, die man indirekt nochmal hat, dadurch, dass man einen Main-Hand-Swing verliert an Whiteschaden, die 139 Bonusschaden plus den erhöhten Crit-Schaden. Und es lohnt überhaupt nicht, im Bloodthirst deswegen auszulassen. Ah, okay.
Diese Dazu komische. kommt die Bonus-Aggro halt auch noch dazu, die man als Fury nicht unbedingt will. Ah, okay. Also das wäre quasi so der Spec, den du auf jeden Fall dann auch für die Dungeons auch am Anfang schon nehmen würdest, ja? Das heißt, da kann man einfach den Spec nehmen, den man nachher im Raid auch nimmt, ja. Genau, also für Dungeons würde ich auf jeden Okay. Fall Pursing Hall mitnehmen, was zum Tanken auch nochmal ganz nice sein kann. Kann man später ja wieder den einen Punkt wechseln. Okay. Jetzt lass vielleicht dann für die Aufnahme, weißt du, einfach nochmal jetzt die Frage nochmal kurz rebooten und dann einfach kurz nochmal ganz knapp beantworten. Also wir haben Level 60 erreicht, ja. Welchen Spec spielt man quasi als DPS-Krieger? Genau, was macht man? Also wir sehen den quasi hier. Also frisch mit Level 60 kann man entweder noch eine Weile Arms spielen, bis man raidet und das Gear zusammen hat. Oder man wechselt direkt, vor allem wenn man Glück hat, mit zwei guten Einhandwaffen direkt auf Fury, weil man es vielleicht auch direkt im Raid spielen will. Gleichzeitig würde ich Leuten raten, möglichst viel zu tanken. Aus Gründen, dass man keinen zweiten Krieger in der Gruppe hat und dass Tanks immer Mangel sind. Also Gilde und Randoms freuen sich, wenn Off-Tanks auch bereit sind, direkt zu tanken. Ja. Dann spielt der Spec sowieso keine große Rolle. Und noch mal ganz kurz zur Erklärung hier, was sind jetzt die Key-Talente im Armsbaum und dann noch mal im Fury-Baum danach? Die Talente sind auf jeden Fall Impale, Also durchbohren hier auf Deutsch, genau. Taktiker und Overpower. Und Taktiker braucht man halt hauptsächlich für Overpower, also um die Haltung zu wechseln. Skill zu nutzen. Genau. Und durchbohren eben, weil jeder Crit halt dann einfach nochmal mehr Schaden macht, ne? Genau. Hat 120% Crit-Schaden statt 100, also 220% im Grunde dann statt 200% Schaden. Ja. Und im Fury-Baum, was sind hier denn die Key-Talente? Cruelty, die 5% Crits sind super nice am Anfang. Battle Shout für die Gruppe. Beidhändigkeitsspezialisierung. Deathwish, Flurry und Bloodthirst. Genau. Gut, genau. Jetzt wisst ihr auch, was er dann auf Level 60 mit dem Damage Krieger spekt. Ja, sorry, es war ein bisschen chaotisch gerade. Frag wegen Zweihand Fury Spec. Kann man dann, also du, die Frage ist dann, ob man jetzt auf Level 60 auch schon Zweihand Fury machen kann oder wie? Jo, kann man. Auf jeden Fall. Man lässt halt die Beidhändigkeitspunkte noch weg. Kann Improved Cleave mitnehmen und noch 3 Punkte oder 2 Punkte im Zweihandspec. Ne, 3 Punkte müssen es sein. Im Armsbaum die Zweihandspezialisierung und den Rest der Punkte haut man normalerweise in Improved Cleave rein. Ah, Ja, geht okay. auch. Also auf Hordenseite besser als auf Allianzseite und hängt halt auch stark von den Waffen ab. Ah, okay. In Gut, dann haben wir. 5er-Indies finde ich sogar angenehmer zu spielen. Also. Mit einer zweiten Waffe oder wie? Ja, also 2 in Fury. Ah, okay. Dann haben wir hier noch eine Frage: Kann man auch mit Fury Spec 5er-Innis beziehungsweise vielleicht sogar UBRS tanken? Mit 2 in Fury. Oder mit Nee, 2er Waffe. generell mit dem Fury Spec einfach. Ja, klar. Also man kann jeglichen Raid-Content als Fury tanken. Also Ja, trotz Deck auch also später halt. warte mal, also geht es erstmal nur um Innis so. Raids auch oder wie? Ja, Raids gehen auch als Fury. Okay. Aber man kann genauso Tankgear anziehen. Ich glaube, wir reden ja später sowieso noch über Tankkrieger. Also man Ja. kann wirklich als Fury ohne Probleme jegliche 5er-Innie tanken. Und also Fury ist ziemlich stark auch als Tank oder auch Arms. Kann relativ viel Aggro machen und man hält auch viel aus. Also. Okay, aber wenn wir jetzt quasi frisch Level 60 erreicht haben und dann direkt eine Innie tanken wollen, kann man doch nicht unbedingt direkt schon als Fury tanken, weil man noch kein Gear hat, oder? Kommt halt drauf an, also normalerweise startet man mit BAD, kann man auch beim Leveln schon denken. Solange man größtenteils Platte trägt, man muss halt dann noch relativ viel mit CC arbeiten. Wir hatten jetzt nie große Probleme, auch schon mit 54, 55 BAD anzufangen zu farmen. Und da habe ich auch meistens noch als Fury getankt, genauso Solo-Strat. Okay, na gut. Dann haben wir hier noch eine Frage. Improved Cleave. Warum sollte man das skillen? Ich würde es nur als 2-Hand-Fury nehmen, weil 2-Hand-Fury im 5er-Innis, weil man oft halt cleaved und whirlt. Und ich nicht mit der Execute meine restliche Wut vor dem nächsten Pack raushauen würde.
Im Raid ist natürlich Execute besser. Es gibt wenig Cleave-Kämpfe, wo Cleave Sinn macht und der Schaden geht nur auf den Bonusschaden von Cleave. Ja. Also könnte genauso in Execute reinstecken. Aha, okay. Und kann ich noch die Frage, der prozentuale Bonus von Improved Cleave geht ja nur auf den Cleave Bonus Damage, der wirklich zu vernachlässigen ist, und wieso keinen Improved Execute? Das ist richtig, genau. Also, ja, das ist dann schon beantwortet, ja. Die 120% gehen nur auf den Bonusschaden, ja. Okay. Gut, dann machen wir mal weiter hier, und zwar ja, welche Items, ja, wir haben jetzt Level 60 erreicht. Welche Items würdest du dir tendenziell als nächstes holen? Also welche sind am wichtigsten für den DPS-Krieger? Puh, wenn Lionheart Helm noch nicht draußen ist, ist es eine andere Geschichte, als wenn den schon jemand craften kann. Wenn den jemand craften kann, würde ich schauen, dass ich das Geld bekomme für einen Lionheart Helm, den relativ schnell besorge. Genauso mit Edge Masters, den Handschuhen. Das ist aber ein Ding, was man nicht in 5er-Indies farmt, sondern was einfach nur durch Geld oder Bergbaumatz halt zu kaufen ist. Ja. Ansonsten würde ich als Fury zuerst schauen, dass man wirklich an die Waffen kommt. Wenn man Fury spielen will, sind die Darren-Schwerter gut, wenn man nicht irgendwie auf Worldjobs noch hofft oder auf jetzt halt Krollblade oder als Ork, glaube ich, die Flurry-Axe ist ganz gut in der Offhand und mit Axe of the Deepwoods zum Beispiel sind auch Epic-Jobs, Worldjobs. Aber prinzipiell, wenn man ganz frisch ist, ist das da Rennset eine gute Sache. True Strike Shoulders dazu, das droppt auch in UBS. Also ich würde als Fury-Krieger anfangen, wenn es schon UBS-Gruppen geht, in UBS reinzukommen. Theoretisch kann noch dieser Crit-Dolch da droppen, der ziemlich gut in der Offhand ist. Fast Strike genau hat er gerade geschrieben, genau, ja. Achso, genau. Ansonsten ähnlich wie beim Schurken Hand of Justice aus BRD mit genau. Emperor Runs. Auch sehr starkes Trinket, ne? Ja, auf jeden Fall. Also es werden die meisten auch Bismax tragen, wenn man so lange spielt. Ja. Extrem starkes Gear, gleichzeitig droppt im BRD ziemlich viel Tank-Gear, was man eigentlich auch aus Fury, wenn man raiden will, mitnehmen will. Und das ist eine leichte Instanz, also von der Mob-Schwierigkeit gerade her. Ja. Das wären so UBS, BRD wären so die ersten Innis, wo ich schauen würde, dass ich Geld, dass ich Gear krieg. Zusätzlich, wie gesagt, wenn es keinen Lionheart gibt, Strat Living, noch diesen Lederhelm mit zwei Hits und ein Crit oder sowas. Das sind so, denke ich mal, die wichtigsten Items, wenn man sich Edge Masters noch kauft. Das ist jetzt, denke ich mal, auch, also wie gesagt, ich werde unten in der Videobeschreibung natürlich auch die Best-in-Slot-Liste für euch verlinken für den Krieger, ja. Könnt ihr dann auch erstmal abchecken, welche Items ihr da so braucht, aber genau die Frage, die jetzt quasi auch ich hier wissen wollte, welche man von den Items halt zuerst holen sollte, ne? Und da wäre ja schon deine Hauptaussage eigentlich, die Waffen sind am wichtigsten, so, ne? Ja. Ja, okay. Wir haben hier gerade noch die Frage, Fellstriker und Iron Foe, lohnt sich diese Kombi oder muss man da eher nicht drauf, ja, grinden? Ist eine schwere Sache. Also als Human muss man sehen, wie die Jobchance, also Jobchance ist natürlich, wie viel Farmaufwand das ist und wie die Proc-Chance vor allem ist. Private Server haben die ja auch nur geschätzt. Aus zum Beispiel hatte da, glaube ich, über 10% Proc-Chance und diverse andere Private Server weniger. Mhm. Demnach kann, glaube ich, noch, außer es gibt jetzt schon zuverlässige Werte, wie hoch die Proc-Chance ist. Sonst kann keiner sagen, ob sich das lohnt, Iron Foe zu farmen. Und vor allem im Raid fehlt halt der Weapon-Skill, wenn man kein Human ist. Dass kein Item in Phase 1 sonst gibt, glaube ich, was Mace-Skill bringt. Hm. Also mit dem Krieger würdest du sagen, also mit einem Menschenkrieger kann man drüber nachdenken, aber dann hängt es auch noch davon ab, ob wie die Proc-Chance dann wirklich ist vom Iron Foe und vom Fellstriker in der Art. Genau. Also ja. Wenn die Proc-Chance irgendwie auch um die 4-5% ist, dann wird es als Human Warrior die beste Kombination wahrscheinlich sein. Okay. Iron Foe die beste Mainhand erstmal Pre-Raid. Ja, genau. Wie gesagt, bei anderen Klassen hängt es auch von der Proc-Chance ab. Das ist ja, glaube ich, auch das Coole an Classic, dass vielleicht ein paar Waffen und so anders sein werden wie auf Private-Servern. Ja. Ja, genau, auf jeden Fall. Da bin ich auch gespannt drauf, welche
Dinge da auch einfach falsch liefen, ne, auf den Privatservern. Ach ja, und was ich noch vergessen habe, was sich auch lohnt im BAD, ist die Gladiator-Chain. Die wird auch, sollte jeder DPS-Krieger relativ früh farmen. Ja. Stimmt, ist unglaublich stark. Auch stark, irgendwie 2 Crit oder irgendwie so, ne, was da drauf? Genau, weil die auch auf dem letzten Patchstand ist, trägt man die auch bis Akku 40. Oh, okay, ja, ist auch sehr lange. Auch krank eigentlich, ne? Da muss man die Arena farmen irgendwie, ne? Da genau, richtig. BAD, ne, ja. Genau, dann wäre die nächste Frage, welche Berufe sollte man mit einem Fury-Krieger nehmen? Im Prinzip wieder, wenn man irgendwie im PvE einen Damage-Vorteil rausholen will, wieder Ingi. Da ist der Hauptgrund halt Zapper-Charges im Raid. Ist halt eine AE-Fähigkeit, die viel Schaden macht, kein Global CD hat, und es gibt keinen Beruf, der wiederum, wie gesagt, einen großen Vorteil bringt. Das ist dasselbe wie beim PvP. Die guten Sachen wie Lionheart-Helm zum Beispiel oder später Titanic Leggings kann man sich von einem anderen Schmied holen. Die Ingi-Sachen wieder kann man halt nur als Ingi benutzen. Die Teleporter sind noch ganz cool, wenn Akku 40 draußen ist, Tanaris zum Beispiel. Oder wenn man den Winterspring-Teleporter hat, wenn man Jujus farmt. Also das ist zwar jetzt im Raid nicht toll, aber man ist öfters da und kommt halt schnell hin, vor allem als Allianz-Spieler. Ja. Und Ingi auf jeden Fall. Genau, würde ich jetzt auch so bestätigen eigentlich. Alle anderen Berufe kann man natürlich nehmen, wenn man entweder Gold machen will oder halt keinen Bock auf Ingi hat. Also es ist jetzt nicht so, dass man keinen Raid-Slot findet, wenn man kein Ingi ist. Auf gar keinen Fall, aber... Ja, genau. Welche Verzauberungen braucht man mit dem Fury-Krieger? In erster Linie alle Stärke-Verzauberungen. Auf die Brust Stats oder irgendwie Agi noch. Ich glaube, Schuhe kann man Movement Speed oder Agi drauf machen. In Phase 1 würde ich Agi drauf tun, weil es wenig Kämpfe gibt, wo man sich bewegen muss. Ab BWL kann man Movement Speed auf die Schuhe drauf tun. Auch interessant, habe ich auch noch nie so drüber nachgedacht. Das sind aber wieder so Geschichten, wo sich auch unsere DPS-Krieger immer gestritten haben, was wirklich besser ist. Und Gesagt, ich habe immer Movement Speed genommen mit dem Schurken, aber ja. Es macht auch nicht so einen riesen Unterschied, wo man wirklich dann krasse Unterschiede merkt im Raid oder sowas. Also prinzipiell ist Stärke der stärkste Stat. Also überall, wo man Stärke kriegen kann. Ich glaube, das sind nur Bracers und Handschuhe am Anfang. Stärke. Ether, wenn es die 15 Agi gibt, ist Agi halt besser als die 7 Stärke. Kopf- und Helmverzauberung würde ich auch die 8 Stärke nehmen. Auch wenn es da 1% Haste gibt. Und aber später die Zul'Gurub Enchants sind dann trotzdem stärker, ne? Wahrscheinlich. Die Zul'Gurub Enchants sind nur Tank Enchants. Ach so, okay. Oh, das ist natürlich auch schade, okay. Ja. Und auf die Waffe natürlich Crusader. Ja, das würde mich auch nochmal interessieren. Da gibt es ja auch beim Schurken viele Theorien. Die Waffen Enchants, ne? Beim Krieger ist es ein bisschen eindeutiger, ne? Ich glaube, auf beiden, also auch wenn man 2 Einhandwaffen hat, auf beiden Einhandwaffen Crusader, ne? Also Kreuzfahrer, ne? Ja, genau. Okay. Als Schurke kriegt man ja auch nur einen AP pro Stärkepunkt. Ja. Genau, beim Schurke ist es ein bisschen, da scheiden sich auch die Geister. Manche meinen irgendwie Agi auf die Offhand, Crusader immer auf die Offhand, wenn man Schwert spielt. Manche sagen bei Dagger plus 5 Dagger auf die Main. Also im Schurken ist schon ein bisschen, nicht so eindeutig halt, ne? Genau. Ja, das ist im Krieger, glaube ich, mit Double Crusader ein bisschen eindeutiger. Hier ist noch die Frage, lohnt sich der 15 Stärke Enchant auf die Offhand? Also so wie die Proc-Raten waren auf Private, das ist halt wieder eine Sache, wie es in Classic genau wird. Man hat keine, glaube ich, ganz genauen Werte, zumindest ich habe keine genauen Werte. Mhm. Aber wenn die Proc-Rate ähnlich wie auf Private-Servern ist, dann lohnt sich's nicht. Allein, weil halt viele Kämpfe auch kurz sind. Man hat Pausen zwischen den Trash-Mobs oder Bossen. Und es hat halt fast instant geprockt und man hat wirklich eine Uptime, die relativ hoch ist, wo 15 Stärke nicht hinkommt. Also die Uptime ist wesentlich höher von Crusader als die als 15%, damit es im Durchschnitt ähnlich wäre. Okay. Kann aber wie gesagt sein, dass es auf einmal anders oder ein bisschen anders sein wird. Ja. Dann wollte ich hier noch fragen, genau, die nächste Frage wäre, welche Add-ons braucht man mit einem Fury-Krieger? Gibt es da ein spezielles Add-on? Ich würde als Fury-Krieger Standard Raid-Add-ons haben, vor allem im KTM. Boss-Mods, glaube ich,
Vielleicht mal ganz kurz erklären, was KTM ist. KTM ist ein Agrometer, also es zeigt dir an, wie viel Agro du auf dem Target, was du angeklickt hast, hast. Zeigt dir auch andere Spieler an. Und, genau. Gegensatz zu, also Krieger ist, finde ich, mit Hexer die Klasse, die am ehesten Agro ziehen kann oder die am meisten Agro-Probleme haben im Durchschnitt bei einigen Encountern. Und ja, KTM würde ich auf jeden Fall jeden Fury ans Herz legen. Vor allem, wenn man den Tank nicht kennt. Also, wenn man nicht weiß, wie gut der Tank ist, wie er reagiert. Ja. Also, das wird ja wahrscheinlich eh in jeder besseren Gilde Pflicht sein, KTM. Aber ich kann auch aus Erfahrung sprechen. Also, Fury-Krieger ist schon auch die Klasse, würde ich sagen, die am meisten auch mal bei uns aus Versehen Agro gepullt hat. Weil sie halt auf einer Seite so viel Schaden machen, aber halt eben auch so viel Agro pullen, ne? Gerade mit ihrem, wenn sie noch Heroic Strike usen halt, ne? Dann müsst ihr schon sehr vorsichtig sein, ne? Mit dem Agro. Richtig. Und dann hast du auf der Seite vielleicht noch Windfury dazu, also. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Sonst Boss-Mods natürlich für Raids, also das betrifft ja auch alle Klassen, das ist jetzt kein Krieger-Only-Ding. Und Ringtimer kann nützlich sein, wenn man irgendwie Rage noch timen will mit Stance-Dancen oder sowas, ob man noch einen Auto-Hit abwartet. Und ich würde Weak Order empfehlen oder ein anderes Add-on, um Overpower zu tracken. Oder halt überwältigen auf Deutsch. Das heißt, wenn der Gegner misst, man sieht es vielleicht nicht, also entweder ein Scrolling Combat Text und man achtet selber drauf oder halt eine Weak Order schreiben, in der man irgendein Icon sieht, nachdem ein Boss gedodged hat und für 5 Sekunden man noch Overpower nutzen kann. Ah, okay. Gut, sonst noch irgendwelche andere Add-ons, die du empfehlen würdest, oder was? Weak Orders kann man halt noch benutzen für Battleshout zum Checken. Mhm. Wenn das irgendwie selber verplant, dass das immer wieder ausläuft. Sonst, ich glaube, der Rest ist Geschmackssache. Also. Okay. Und ganzen UI-Sachen und was weiß ich, das ist ja. Würde ich jetzt nicht. Muss jeder Spieler für sich selber herausfinden, was er gerne hat. Ja, genau. Okay. Welche Consumables braucht man mit einem DPS-Krieger? Ah, da kommen wir dann wahrscheinlich, wo es für die meisten Leute nicht mehr so toll wird. Theoretisch kann der Krieger relativ viele Consumables nutzen. Hängt auch wieder ganz stark vom Raid ab, was für ein Raid man hat, was genutzt wird. Ich würde sagen, die normalen Consumables sind auf jeden Fall der Stärke-Pot, Giants Elixir und ja. Wenn man wenig Geld hat, noch ein Agi-Pot, ein Greater Agility-Pot. Die sollte man günstig und bringen zumindest 25 Stärke und 25 Agi. Ansonsten bei uns haben die Krieger eigentlich fast immer noch Mungus drin gehabt, Wettsteine. Ja. Genau, die Schleifsteine sind vielleicht auch interessant. Ja, genau. So eine Steine, die ihr quasi auf eure Waffen machen könnt. Und da bekommt man, glaube ich, also bei den besten einen Crit oder so mehr, ne? Genau. 2% Crit sind es, glaube ich, sogar. Okay. Die Elementium-Dinger. Auf Hornseite sind natürlich die Wettsteine nur auf der Offhand. Wie gesagt, wenn man teurer ist und mehr investieren will, sind Rage-Pots, also die Greater Rage-Pots noch super. 2 Minuten CD bringen Stärke und Rage. Okay. Und Goose halt statt den Agi-Pots, die bringen 2% Crit. Stark. Und was noch super ist, was die meisten machen, sind halt auch die Jujus, wie es vorher erwähnt. Kann man dieses Stärke-Juju nehmen, was besser ist als der Stärke-Pot. Ich glaube, die Stärke-Jujus bringen, glaube ich, 30 Stärke statt 25. Und die Attack-Power-Jujus. Bin mir nicht sicher, was die jetzt gerade gebracht haben. 40, 50, irgendwie sowas. Man kann relativ viel stacken, allein an Stärke, also an Pots, die was bringen. Ja. Zusätzlich würde ich als Fury Warrior auf jeden Fall noch Free-Action-Pots und Invol-Pots mitnehmen. Invol-Pots sind im Grunde so eine Art Bubble wie vom Paladin für ein paar Sekunden. Kann man nutzen, wenn man irgendwie bei einem Boss mal Akku ziehen sollte. Der auch nicht taunbar ist. Kann den Raid-Leader glücklich machen, wenn man sowas nutzt. Und Free-Action-Pots bei Bossen, die halt stunnen. Ich glaube, Geonas wäre das. Dann gibt es noch im BWL ein paar Trash-Mobs, die stunnen. Muss jetzt nicht sein, aber wird bestimmt, also bei uns, die haben es meistens genutzt. Ja, okay.
Ja, dann die nächste Frage wäre, oder wir gehen mal ganz kurz auf den Chat ein. Wir haben hier einige Fragen noch gehabt. Lohnen sich die Juju Flurries als Rogue ja nicht so? Was waren denn die Flurries? Waren das die, die Haste gegeben haben? Oder? Genau, ich glaube, das sind die 3% Haste Flurries, Jujus. Das heißt lohnen. Also man kann es noch zusätzlich einwerfen, ist aber relativ schwach. Also ja. Es ist teuer für das, was man da rauskriegt. Schon wer Tryhard-mäßig dann so, ne? Ja. Ja. Also wenn es jemand farmen will, dann kann das gerne machen, aber es ist kein riesen DPS-Increase. Okay. Dann haben wir hier noch eine Frage, die ein bisschen allgemeiner ist. Was mit Stance gemeint? Stance ist gemeint, im Kampf die Haltung wechseln, um Skills aus einer anderen Haltung zu benutzen. Genau. Weil wie vorher halt bei einem Fury halt, um Overpower oder Überwältigen halt in der Kampfhaltung zu nutzen und danach wieder in Berserker Stance zu gehen. Oder als Tank halt, um 4 zu brechen. Also um kurz in die Berserker-Haltung zu gehen, Anti-4 zu machen und wieder in Death Stance zu gehen. Genau, also dieses schnelle Hin- und Herwechseln zwischen den verschiedenen Haltungen, ja, es ist Dance-Sense-mäßig, genau. Jo, Holocron, alles klar, gute Nacht. Ja, schlaf gut, ciao, ciao. Gut, dann die nächste Frage. Wie spielt man einen Fury-Krieger in 5-Man-Instanzen? Gut, ich würde sagen, in erster Linie als Tank, in 5-Man-Instanzen. Ja, aber jetzt, wenn man ihn jetzt als DPSler auch spielt, das wäre dann. Okay, hauptsächlich dann wahrscheinlich genau. Mit Cleave-Schaden. Also die meisten Krieger, die Fünfer-Inis gehen, werden halt versuchen, also meistens pullt man mehrere Mobs, wenn man einen Tank hat, der es gebacken kriegt, mehrere Mobs zu halten, Fünfer-Inis, oder einen Healer hat, der auch einen Fury heilen kann. Also vor allem mit WWL-Akku-Gear kann man auch 5er-Inis komplett ohne Tank gehen, wo einfach ein Fury in DPS-Gear tankt im Grunde durch Schaden. Ja. Man wird größtenteils Whirl, Cleave und Bloodthirst nutzen, ähnlich wie im Raid, aber halt mehr versuchen, bei 2-3 Mobs halt durchgehend zu cleaven. MS-Krieger natürlich mit weitreichenden Stößen und Whirl. Ja. Genau, also wie gesagt, ich glaube, hier gibt es Namen Kamel, sagen wir mal, ich glaube, hier gibt es auch noch einen kleinen Unterschied, ob man quasi, wie gesagt, gerade frisch Level 60 erreicht hat oder halt wirklich schon Top-Gear hat aus dem Raid. Also ich habe immer die Erfahrung gemacht, wenn man noch gar kein Gear hat und gerade frisch Level 60 erreicht hat, dann braucht man auch als Fury-Krieger schon noch einen Tank in der Gruppe, weil man sonst, ja, wie gesagt, vielleicht muss man, wenn man sehr, sehr guter Krieger ist, dann kann man auch direkt dann auch alles tanken, wenn man die Erfahrung gemacht hat, dass man dann doch noch einen richtigen Tank brauchte. Aber auf jeden Fall, wenn man dann richtig gutes Gear hat, dann kann man dann auch wirklich mit Fury eigentlich alles tanken, ne? Genau. Ja, wie spielt man den Fury-Krieger im 40-Mann-Raid? So drei Viertel der Bosskämpfe als ähnlich wie ein Schurken, als reine Mini-DPS-Klasse. Das heißt, wird halt ähnlich wie ein Schurke Kampf starten, meistens direkt am Anfang, vor allem in Tier 1, Tier 2 Raids mit Deathwish starten. Das ist halt eine Sache, wie tryhard die Gilde unterwegs ist oder wie gut auch der Tank ist. Man sollte auf jeden Fall darauf achten, dass man nicht direkt Akku zieht. Im Normalfall, wenn man in der Zeit mit der Gilde raidet, kriegt man das so ein bisschen raus, ab wann man Schaden machen kann. Ja. Dann ist es die... Immer antanken lassen, Leute. Das sehen alle ein bisschen anders, aber im Grunde Bloodthirst und Whirl auf CD halten, Overpower Procs halt in Kampfhaltung nutzen sobald man 50, 60 Rage hat, kann man Rage noch nutzen, um mit Heroic Strike die Rage halt auf Englisch würde ich jetzt sagen dumpen, ich weiß jetzt gar nicht, was der deutsche Begriff dazu ist, aber wenn man genug Wut hat, kann man halt gut Heroic Strike nutzen, also die Wut dafür. Da sind wir auch einfach so ein bisschen von den Privatservern geschädigt, Leute. Da hat man halt immer oft mit EU-Leuten zu tun gehabt und haben sich halt dann so die englischen Begriffe auch einfach eingeprägt, ne? Genau. Und ab 20% natürlich executen. Also. Ja. Ansonsten hängt es noch ein bisschen davon ab, ob man am Anfang Zweihand-Fury spielt. Zweihand-Fury wird bei Hordenseite auch Hamstring nutzen, um Windfury zu procken. Das ist aber so, was ich jetzt halt mitgekriegt habe vom Classic-Test, dass Windfury-Proc den Autoswing-Timer zurücksetzt.
Demnach wird es bestimmte Zeitfenster wieder geben, bei denen das sinnvoll ist, bei anderen wieder nicht. Das geht aber, glaube ich, zu weit hier. Also, ja, okay. Also bei uns gibt es ein paar Krieger, die jetzt schon deswegen diskutieren, wie stark jetzt 2 Imperium im Verhältnis zu DW direkt vom Start wird. Aber vor allem mit Wind Fury Totem kann man die freien CDs nutzen, um Hamstring einzubauen. Okay. Maruwan, gute Nacht, ja, schlaf gut. Ciao. Ja, die nächste Frage wäre dann, wir entfernen uns mal ein bisschen vom Raid und PvE gerade, also in dem Sinne, wie farmt man mit dem Fury-Krieger Gold? Gibt es da irgendwelche gewissen Methoden? Krieger hat, meine ich jetzt, keine großen Goldfarm-Sachen, die andere Klassen nicht wirklich haben. Also Solo ist es schwer, da gibt es halt irgendwelche Mobs-Farmen oder die halt auch andere Klassen farmen können. Prinzipiell, was sich lohnt, ist einmal, würde ich sagen, Stadthorn Living. Vor allem, wenn man 2-3 Krieger hat, irgendwie ein Shami noch dazu, kommt man wirklich sehr, sehr schnell durch und kann die Orbs farmen. Die Orbs farmen, ja. Mit guten Gear. Das geht enorm schnell. Und ab Dire Maul, wenn man einen Healer hat, der Bock hat, Dire Maul ist Jump Runs. Also, wenn man Bergbau hat. Vielleicht ganz kurz zur Erklärung für die Leute, die jetzt wirklich lange kein WoW Classic mehr gespielt haben oder auch noch nie. Man kann in einer Inni, in Stressholm, Living, nennt sich die Inni, das ist eine 5-Mann-Inni, kann man so sogenannten Orbs farmen. Das sind so Materialien, die man für die Kreuzfahrer-Verzauberung benötigt. Da braucht man, glaube ich, immer 2 Stück für, ne, pro Enchant. Ja, genau, richtig. Und die sind halt immer so um die 20 Gold wert, würde ich so sagen, ungefähr, ne? Ja, genau, auf Private Server um die 20 Gold. Und die kann man halt dann so, ne, mit einem Schaman oder mit einem Paladin und ein paar Kriegern relativ gut farmen. Da klieft man einmal durch die Inni gefühlt und das ist auf jeden Fall eine gute Methode, um damit dann auch Gold zu farmen, genau. Ja. Und das, was zumindest für mich, was ich auch als Death Tank gemacht habe, sind halt Dire Maul East Jump Runs, sobald es rauskommt, wenn man Bergbau hat. Genau, was das vielleicht auch nochmal erklärt, also Dire Maul kommt ein bisschen später in Phase 2, glaube ich, ne? Genau. Und dort, ja, was macht man dann da genau? Dire Maul ist im Grunde eine Instanz, bei der man, wenn man die Route kennt, bis auf Bosse fast alles skippen kann. Am Ende gibt es noch, es gibt ein paar Kräuter in der Instanz und am Ende zwei Thorium-Vorkommen, 2 große. Genau, und deswegen braucht man immer jemanden, der Bergbau hat, ne? Der genau, es eben besten, abbauen kann. Am besten Bergbau und auch einer, der entzaubern kann. Wir haben ich habe immer einen Healer gehabt, der disenchanten konnte und dann ist man einmal durchgelaufen, hat die paar Bosse umgehauen. Das sind, glaube ich, 2 Bosse, die man mitnimmt, wovon einer auch eine blaue Zweihandwaffe droppen kann, die 7-8 Gold bringt. Ja. Den Rest disenchantet man. Und kurz nochmal die Info, mit wie vielen Leuten seid ihr rein? Wirklich nur zu zweit oder was? Am Anfang zu dritt und später mit besserem Gear auch zu zweit. Das ist auch verrückt, ne? Mit 2 Leuten. Es muss sich halt lohnen von der Zeit, auch wie lange man drin ist, wenn man zu zweit drin ist. Ja. Ich hatte als Tank meistens kein enorm starkes DPS-Gear, das heißt, es dauert ein bisschen. Aber es funktioniert auch. Und im besten Fall kommt man halt in circa 10 bis 15 Minuten durch, damit man seine 5 Resets pro Stunde machen kann. Ja. Genau. Ja, das ist, glaube ich, auch echt gutes Gold. Also, weil die Krieger halt ja auch oft Bergbau haben, ne? Genau. Und die Healer wiederum haben oft Enchanting. Von daher wird man da sicherlich auch oft die Kombi finden. Nochmal hier, um auf ein paar Fragen nochmal einzugehen. Ryan Stecken fragt dir gerade noch. Das heißt, man ist die ganze Zeit in Bersi-Haltung und nur für Überwältigen geht man in Kampfhaltung. Danach wieder Bersi. Raid, ja? Ja, richtig. Okay. Laser Luca, Abend. Hi, ich finde deinen Stream echt toll. Man merkt, dass du dir Mühe gibst. Ich würde dich sehr gerne einem Subscribe unterstützen. Leider habe ich derzeit nicht das nötige Kleingeld dafür. Tut mir leid, ich hoffe, es reicht dir aus, wenn ich nur zuschaue. Ja! Ja, es geht auch an alle Leute. Zuschauen reicht mir schon. Ja, wirklich. Vielen, vielen Dank dafür. Und ich hoffe, dass vor allem die Leute, die sich für den Krieger interessieren, heute auch ein paar Fragen beantwortet bekommen.
Genau, gibt es noch irgendwelche Makros, wird hier gerade noch gefragt, die du empfehlen könntest, irgendwie, was mega wichtig ist irgendwie, oder? Also overall-mäßig. Im Grunde zu allen Fähigkeiten, mit denen man die Haltung wechselt, kann man Makros schreiben. Also wenn Overpower zum Beispiel, genauso im Bear Sich Stance legen, halt mit einer Battle Stance, mit einem Battle Stance Makro, genauso umgekehrt mit vier brechen. Dann würde ich auf Ja. jeden Fall ein paar Skills mit Start Attack Makro belegen, also irgendwo Auto Attack hinziehen, Fähigkeit damit belegen, damit nicht passiert, dass man aus Versehen keinen Ja. Auto-Hit am Laufen hat. Ja, die restlichen Makros sind, glaube ich, eher für PvP-Spieler gedacht. Disarm-Makros etc. Aber es ist eigentlich fast immer dasselbe, dass man die Haltung wechselt, Genau, viel und benutzt. halt auch, ich habe früher mit dem Krieger immer gerne Makros gehabt, dass wenn ich dann zum Beispiel in eine Haltung gegangen bin, man auch andere Waffen anzieht. Oder würdest du es eher nicht empfehlen? Kann man gut machen. Hängt wieder stark davon ab, was man gerade dabei ist. Da ich, also als Tank mache ich es nicht. Als Fury kann man gut in der Death Stance, vor allem im Raiden-Schild anziehen. Weil wenn du in Death Stance gehst, musst du meistens entweder tanken, weil irgendjemand anders gerade gestorben ist und einspringen. Oder du willst dich selbst halt retten. Da sind die Armor, die man durch Schild kriegt und Schildblock aktivieren kann oder Shield Wall sogar relativ nice. Also als Fury lohnt sich es auf jeden Fall mit einem Makro, wenn man in Death Stance geht, gleichzeitig ein Schild anzieht. Ah, okay. Davon abhängig. Okay. Dann die nächste Frage wäre, ja, fallen dir noch irgendwelche zusätzlichen Verpflichtungen oder Aufgaben ein, die man als Fury-Krieger im Raid und auch in der Gilde zu erfüllen hat? In der Gilde ist schwer zu sagen. Fällt mir jetzt nichts ein und hängt wahrscheinlich auch stark von der Gilde Okay. ab, ob da Verpflichtungen sind. Im Raid würde ich sagen, jeder Fury Warrior sollte sich bewusst sein, dass es Bosse gibt, bei denen er auch tanken muss und auch Tankgear Ja. sammeln und enchanten muss. Das ist wirklich, Leute, das ist zum Beispiel auch einer der Gründe, warum muss ich auch ganz ehrlich sagen, warum ich an einem Punkt wirklich vom Fury-Krieger zurück auf den Schurken gewechselt habe, weil mich das persönlich einfach echt genervt hat, dass ich dann echt immer off-tanken musste bei vielen Kämpfen. Das fand ich halt einfach irgendwie nicht, weiß nicht. Ich wollte dann auch einfach, wenn ich eine Damage-Klasse spiele, auch einfach gerne Schaden machen, ne? Da solltet ihr auf jeden Fall euch vorhinein im Klaren darüber sein, dass es halt wirklich oft kommen kann, dass ihr dann halt auch mal aushelfen müsst irgendwie und auch mal einen Add tankt und dann halt eben keinen Schaden machen könnt, ne? Genau. Und was bei einem geringen Anteil der Raids, das wird wahrscheinlich wirklich nur so die 5% der Top-Raids wahrscheinlich machen, ist ein bisschen Debuffen. Das heißt, bei uns hat manchmal ein Krieger noch auf Demo-Shout geachtet, wenn man das der Tank halt den CD nicht verschwenden muss, vor allem im Progress bei Hardhittern. Ah, okay. Zum Kampfbeginn, wenn man direkt startet, kann man gut am Anfang mitsandern, damit die 5 Sander-Armor-Stacks gut oben sind. Zusätzlich gibt es eine Okay. Waffe, wo es auch noch nicht ganz klar ist, ob die so funktioniert in Classic und wie viel Armor die Bosse haben. Das ist der Annihilator. Bei vielen Top-Gilden war es halt so, dass mehrere Fury Warriors einen Annihilator hatten. Das ist eine Proc-Waffe, die die Armor vom Gegner nochmal reduzieren kann. Und bis die Okay. Stacks von dieser Waffe drauf waren, die sind 600 Waffen, Armor nochmal gewesen, können halt mehrere, im besten Fall alle Fury-Krieger die Waffe kurz anziehen, bis die Stacks oben sind. Aber das betrifft wahrscheinlich wirklich nur einen ganz geringen Teil der Gilden. Ah, okay. Gut, dann würden wir jetzt endlich zum Tank rüber wechseln, Leute. Ja, das ist wahrscheinlich auch das, was die meisten Leute hier interessiert. Wenn ihr einen Tank spielen wollt, da weiß Urza auch am meisten drüber. Du hast ja auch lange getankt, ne? Genau. Was war so also vom Progress in Vanilla her? Also Nax Ramas Clear gehabt oder Akku Clear oder wie war das bei dir? Also in Classic haben wir leider, also in Retail Classic, Vanilla, da habe ich leider nur Spiderwing gesehen, Patchwork gesehen, North und Instructor. Also eigentlich die leichten Naxx-Bosse. Die schweren Naxx-Bosse habe ich damals nicht mit der Gilde gesehen. Jetzt auf Private-Servern habe ich alle Bosse getankt. Auch Nax Ramas Clear, oder wie? Genau. Also. Nicht schlecht, Herr Specht. Okay. Aber halt, wie gesagt, reine Private-Server-Erfahrung, wo halt auch ein paar Ja, Sachen anders klar. sein können. Genau, aber das ist ja trotzdem auch ja, viel. Ich meine, wenn man sich überlegt, wie wenige Leute überhaupt Nax Ramas im originalen Vanilla gesehen haben, ne, wird man da auch nicht so viele Leute finden, wahrscheinlich.
Ja, dann fangen wir mal an, Leute. Ja, also stellt euch vor, ihr habt gerade Level 60 erreicht und ihr wisst, okay, ich will auf jeden Fall. Achso, du kannst mir schon mal den Tank-Talentbaum schicken an der Stelle. Jo, mach ich gleich, warte. Dann mache ich den hier gleich mal auf. Ja, stellt euch vor, ihr habt Level 60 erreicht, Leute. Ja, ihr wollt unbedingt tanken. Ja, und die Frage ist natürlich jetzt, wie skillt man dann auf Level 60? Wenn man nicht mit Fury tanken möchte, sondern wenn man wirklich direkt komplett Death gehen möchte. Und auf die Frage, ob man im Raid am Ende überhaupt Death geskillt sein muss oder auch komplett bis Nax Ramas alles mit Fury machen kann, gehen wir später nochmal ein, würde ich sagen. Ne? Ist auch eine spannende Frage. Da bin ich auch komplett überfragt. Als Fury tanken oder was war gerade die Frage? Ja, also kann man mit Fury Kel'Thuzad tanken? Ja, es ist möglich. Also, Okay, aber ist es auch praktikabel? Also machen es die Gilden auch oder? es gibt Gilden, die speedrunnen, die auch mit einem geilen Fury-Build tanken. Das wird aber für die meisten Leute nicht der Fall sein, schätze ich. Also, Okay. Na gut, aber können wir ja später drüber reden genau. noch. Ja, wir fangen erstmal klein an, Leute. Ja, und ich hoffe, jetzt ist hier auch schon der Talentbaum eingetroffen. Was ist mir geschickt? Im Discord wieder, oder? Ich hab's ja im Discord geschickt. You are Der not erste prepared. Build. Okay, ich guck gerade mal. Genau, der erste Build wäre im Grunde, wie ich skillen würde, und darunter ist ein Ja. Build, den Und? relativ viel andere nehmen. Ja, ich mache den erstmal auf. Einen Moment. Und vielen, vielen Dank an den anonymen Geschenkegeber. Ich nenne dich jetzt einfach mal Schlagi, ein ja, Abo geschenkt hat. Ja, vielen, vielen Dank dafür. Danke dir. So, welchen Link? Den ersten Link oder wie? Genau, der erste ist so, wie ich skillen werde und auch geskillt habe. Also, im Grunde die Armspunkte sind auch wieder relativ schnell erklärt. Ja. 5% Parry ist einfach vor allem am Anfang nice. Auch wegen Parry Ja. Haste, also Parry ist der bessere Stat gegenüber Dodge. Okay. Die Heroic Strike, die 3 Punkte sind nur, weil ich die übrig habe und am Anfang gerne Talente mitnehme, um Wut zu sparen nochmal. Also, Skills nur nutzen zu können. Und die 2 Punkte in Taktika nehme ich nur, damit ich Stance dancen kann für Abfangen und für Mocking Blow. Mocking Blow weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt. Das ist in Kampfhaltung dieser Spottschlag, wenn mein Taunt misst, dass ich in Kampfhaltung gehen kann und sofort mit den 10 Rage Weiß Mocking ich es Blow auch nutzen gerade kann. nicht, wenn es jemand weiß, gerne mal in den Chat. Der Bild, den viele anderen nehmen, wäre, dass du im Armsbaum noch die 5 Punkte Taktiker nimmst und, wie ich vorher erklärt habe, Aggressionskontrolle für die Einwut alle 3 Sekunden. Jetzt hier auch gerade die Frage von Schlagi, wäre Taktika und Aggressionskontrolle nicht besser? Ja. Das Ding ist, ich nutze hauptsächlich Taktiker. Ich habe auch Ali jetzt gerade als Headset gespielt, wirklich nur für Abfangen, wenn ein Mob halt mir ausbricht im Fünfer-Innis. Das kostet genau 10 Range. Ich kann während dem Abfangen wieder in Death Stance zurück. Das heißt, mehr als 10 Rage bringt mir gar nichts. Und dasselbe ist mit Mocking Blow. Es kostet 10 Rage. Man kann in Kampfhaltung wechseln, Mocking Blow nutzen und sofort wieder in Death Stance. Okay. Es kann sein, dass es auf Horde ein bisschen mehr Rage saved, wenn man jetzt Onyxia oder Neff tankt, weil man da ziemlich oft Berserkerhaltung gehen muss wegen Fear Ward, also wegen Berserker Rage auf Hordenseite. Weil man kein Fear-Wort hat, ne? Genau richtig. Auf Allianzseite muss man das relativ wenig, solange man 2 Zwergenpriester im Raid hat, was die meisten Raids haben. Demnach nehme ich lieber die paar Punkte noch in verbesserten Thunder Armor und Heroic Strike mit, weil man es einfach öfters nutzt. Also Ja. allein Thunder Armor wird Durchschnitt alle 3 Sekunden genutzt und da ist 1 Punkt im Improved Thunder Armor genauso stark wie Anger Management, Aggressionskontrolle. Also bringt im Grunde genauso viel Ach, hier Rage. dann, im Deathbaum ist Improved Thunder Armor drin, Genau. ne? Ah, okay. Aber die Punkte fehlen ja irgendwo, wenn man bis Ja. Aggressionskontrolle geht. Lass ruhig nochmal ganz kurz jetzt auch das chronologisch oder wie auch immer weitergehen. Also im Fury Baum haben wir dann die 5 Punkte. Cruelty, wahrscheinlich auch einfach, weil die dann über sind, oder wie? Genau, und bei 5% Crit nice sind noch mitzunehmen für 5 Talentpunkte. Okay. Ach, übrigens hier gerade noch die Anmerkung, spöttischer Schlag. Ah, okay, Wahrscheinlich gut. Mocking Blow. Okay. Ja, genau. Und dann ja vielleicht mal im Deathbaum, einfach mal so auch ja, von oben nach unten. Okay, Tier 1 Talente ist Shield Specialization, das Wichtige von beiden.
Hauptsächlich, damit man später den Shieldblock kriegt. Ah, okay. Anti-Precision, 10% Death ist nice, also vor allem im Pre-Raid. Ach ja, Es ist in manchen Builds später, braucht man es nicht, aber Pre-Raid 10 Death sind ein bisschen über 1% Dodge im Grunde. Also kann man gut mitnehmen. Und ja, würde ich auf jeden Fall am Anfang skillen. Wichtig ist dann darunter die 10% Armor. Ist fast das beste Mitigation-Talent im Death-Baum, finde ich. Genau, die 5 Punkte auf jeden Fall rein. Und Blood Rage nimmt man auch wieder hauptsächlich mit, um darunter auf zu Last Stand zu kommen. Dann in der Tier 3 Stufe, Last Stand ist halt ein CD, der nice ist. Nicht so stark wie Sheetwall, hat aber nur 10 Minuten CD. Kann man oft benutzen. Ach, ja. Genau, für Enrage-Phasen oder also vor allem für einen Punkt ist relativ offensichtlich. Und dann kommen im Grunde schon die zwei stärksten Talente aus dem Deathbomb danach. Das ist einmal die Feierns ganz rechts, das müsste auf Deutsch Trotz sein. Das bringt bei 5 Punkten 15% mehr Aggro. Oh ja. Ja, ich glaube, da muss man nicht viel dazu sagen. Also erhöht einfach die Aggro um 15%. Das ist einer der besten Talente. Und das zweite wichtige Talent ist der verbesserte Schildblock in der Mitte. Da reicht ein Punkt. Ach, hier. Ah, okay, ja. Genau, das ist im Grunde das wichtigste Talent. Vor allem auch Pre-Raid, was ein Krieger bei vielen Bossen auch ohne Defense Cap und so was zum stärksten Tank im Grunde macht oder zu dem. Wie, aber warum hat man, aber wenn er so stark ist, warum hat man dann nur einen Punkt drin? Jeder Punkt nach, also der erste Punkt bringt eine zweite Aufladung für den Skill. Also Shield Block ist ja ein Skill, den jeder hat. Der erste Punkt erhöht die Aufladung um 1 und die anderen Punkte erhöhen die Dauer. Und der Skill hat weniger CD als die Dauer ist. Also Shieldblock hat 5 Sekunden. Shieldblock hat nur 5 Sekunden CD. Ja. Das heißt, ich kann alle 5 Sekunden nutzen. Und wenn ich es nutze, kriege ich 2 Aufladungen. Wenn ich aber die Dauer erhöhe, kann ich den Skill nutzen, bevor er schon wieder ausgelaufen ist. Also der zweite und dritte Punkt bringt im Grunde gar nichts. Ah, so, hätte ich jetzt auch nicht so gewusst. Okay, interessant. Okay, ja, verstehe. Und die zweite Aufladung bei Shieldblock ist unglaublich stark. Hängt damit zusammen, wie Boss-Hit-Tables funktionieren. Solange man Shieldblock oben hat und halt der Standard-Parry-Block und so weiter, ist es nicht möglich, von einem Boss gecrittet und gecrushed zu werden. Crushing-Blows verursachen 150% des Schadens, Crits halt doppelten Schaden. Das heißt, auch ohne diese 440 Death etc. kann man, solange Shieldblock aktiv ist, von einem Boss keinen Crit und keinen Crush bekommen. Mhm. Was halt der große Unterschied jetzt auch zum Beispiel zu einem Feral Tank oder sowas ist. Ah, okay. Der Rest der Punkte ist relativ frei wählbar, da gibt es unterschiedliche Meinungen. Auch hier verbesserte Rache, was daneben ist, was ich jetzt nicht skill. Das ist derselben Leiste direkt daneben. Hat man Chance, einen Gegner zu stunnen, was in 5er-Innis super gut ist. Im Raid sind die meisten immun. Private Server hat es noch ein bisschen Bonus-Akku gemacht, wenn der Proc kam. Ob es in Classic so ist, weiß ich nicht. Ist ein gutes Talent, wenn man nur 5er Innis tankt. Sonst Im Raid braucht man es nicht. Und die beiden letzten Talente, also Concussion Blow und Shield Slam, sind die auch wichtig, oder? Ja, Concussion Blow muss man für Shield Slam skillen. Und ist auch wieder im 5er Innis und 5 Sekunden Stun ist nice. Schlecht, ZG auch. Die Einhandspezialisierung daneben ist halt mehr Aggro im Grunde, mehr White Damage, auch nützlich. Ja. Und Shield Slam ist mit Abstand der stärkste Aggro-Skill, vor allem in den ersten Phasen. Shield Slam macht bei schlechten Gear auch schon um die 1000 Aggro. Also skaliert mit Blockwert. Ist im Grunde der stärkste Single-Target-Aggro-Spell. Aber kann man halt leider nur alle 6 Sekunden machen. Genau, es passt aber gut in die Death Stance, Anführungszeichen Rota rein. Okay, also es fährt man auch auf Cooldown, wenn man dann raidet, ja. Richtig. Oder tankt. Richtig. Genau. Okay. Wir haben hier gerade eine Frage von dem guten Steezy, ja, namend.
Dumme Frage an den netten Krieger im Voice. Wenn ich Ali spiele und ausreichend Zwergenpriester habe, brauche ich dann Punkte in Taktika? Brauchst du im Grunde nicht, würde ich aber immer mitnehmen, da man da Spott als Spell zählt. Also Spott skaliert nicht mit Melee-Hit. Das heißt, man hat immer die, ich weiß gar nicht, wie es bei Spells genau dann sein wird, ob es dann auch genau die 9% sein werden, aber man hat die 9% Chance, dass Spott misst oder sogar 16 oder 17 müssten es sein. Also die Standard-Spell-Miss-Chance. Also im Grunde jeder fünfte Spott im Durchschnitt verfehlt halt das Ziel. Wenn Spott verfehlt, muss man halt im Grunde spöttischen Schlag benutzen dann. Oder halt den AE-Taunt, der aber keine feste Aggro bringt. Also ich würde zumindest die zwei Punkte mitnehmen, dass ich, wenn Spott misst, man muss Spott, also Mob abtaunten, dass man noch die Wahl hat, in Battle Stance zu gehen und mit Mocking Blow dann halt den Gegner, also den Mob an sich wieder zu binden. Also als zweiten Taunt halt. Und es gibt auch nicht so viele andere Talente noch, die so stark wären, wo ich jetzt sagen würde, ich würde auf die 10 Rage verzichten wollen, direkt zu haben nach dem Stance. Ah, okay. Ja, wir haben, wie gesagt, nochmal Moin Moin an alle gerade Zugeschalteten. Wir haben gerade quasi hier einen kleinen Podcast und ein kleines Interview zur Kriegerklasse in WoW Classic. Ja, also wenn ihr Fragen habt zum Krieger, wenn ihr auch tanken wollt, wenn ihr unbedingt Krieger spielen wollt in Vanilla, dann ja, fragt eure Fragen sehr gerne. Andere Fragen werden momentan aber erstmal nicht beantwortet. Und wir haben ja noch eine Frage von Purex. Was sagt er, wie sehr werden die 15% mehr Parry bei Bossen den Worry als Tank behindern? Ich schätze mal, im Gegensatz zu den Privatservern, weil er dann scheint, ist da ein Unterschied oder wie? Ja, also ich schätze mal, er meint jetzt die 9% mehr. Also auf Private Server waren es so die 5% Parry, was Bosse hatten, war ein bisschen krummer wert. Und jetzt halt in Classic werden Bosse 14% Parry haben. Parry betrifft halt nur den Tank im Grunde. Sollten keine Melees vor dem Boss stehen. Das wird einmal die Parry-Haste halt betreffen, die ein Boss hat. Das heißt, es kann passieren, dass ein bisschen mehr Damage-Income kommt, was kraftbar ist, was ich jetzt nicht so schlimm finde. Es ist natürlich für die Untank-Phase kacke. Wenn zum Bull irgendwie die ersten 2-3 Skills direkt geparried werden oder verfehlen, ja, also die ersten 5-10 Sekunden im Kampf, finde ich, sind die kritischsten beim Pull. Da halt was schief läuft. Das betrifft halt auch dann alle Damage, die da. Die müssen halt wirklich drauf achten. Erst noch in KTM, ob da direkt 1 bis 3000 Aggro auf dem Mob drauf ist oder halt nicht. Und ja, das betrifft mehr die Damage, die da, dass die aufpassen müssen und dass die Aggro-Phase, die Untank-Phase ein bisschen länger dauern kann. Bei einem. Ah, okay, das könnten wirklich die Konsequenzen davon sein, ja. Ansonsten sind es halt im Durchschnitt 9% weniger Aggro, weil halt, also auf dem langen Kampf gesehen, ist verkraftbar, auch dadurch, dass Bosse wahrscheinlich ein bisschen weniger Armor haben werden. Ja. Okay. Okay. Und sonst noch irgendwelche abschließenden Worte zum Talentbaum oder sind wir eigentlich sonst durch mit, ne? Also für einen ganz normalen Protection-Build sind wir durch, würde ich sagen. Genau. Wie gesagt, ein paar Abweichungen, aber. Ja, genau, über die Thematik, ob man mit Fury halt eben auch tanken kann, gehen wir dann am Ende nochmal drauf ein, Leute, ja. Ja, können wir machen. So, dann swap ich euch gerade mal wieder hier in-game rein. Ich bin gerade übrigens gestorben, ja, RIP an der Stelle. ich renne gerade mal wieder oben rein in die Höhle. Genau, die nächste Frage wäre dann an der Stelle, welche Items sollte man sich holen, wenn man auf Level 60 tanken möchte? Ja, was sind so die wirklich allerwichtigsten Items, die man sich mit dem Tank in 5er Innis holen sollte? Okay, in 5er Innis würde ich zuerst schauen, dass ich wirklich den Draconic Deflector bekomme, wenn ich in der Lage bin, da auch zu tanken, also dass das andere Gear gut genug ist. Zeitlich gesehen werde ich wahrscheinlich, also ich werde eher wahrscheinlich an Anfang BRD gehen. Da gibt es auch einen guten Tank. Also nochmal ganz kurz, also, wie gesagt, also weil auch vielleicht einige zuhören, die jetzt nicht so viel Ahnung haben. Der Draconic Deflector ist, was für ein Item und wo droppt das quasi? Achso, okay. Draconic Deflector ist im Grunde das beste Pre-Raid-Schild, was die meisten Tanks auch bis Ende BWL tragen und droppt bei Draki, also beim Endboss in UBRS. Genau. Und würdest du sagen, ist so das mit das wichtigste Item für einen angehenden Tank? So, ne? Also, genau.
Ich habe das auch immer wieder mitbekommen, dass wirklich, wenn ich geradet habe mit guten Kriegern, also dieser drakonische Deflektor, der wurde so lange getragen zum Teil, ne? Immer so eine starke, so ein starkes Item ist, ne? Genau, also das auf jeden Fall. Es ist halt so, dass das am Anfang UBRS ja nicht direkt offen ist, also wenn man wirklich schnell levelt. Es muss ja erstmal irgendjemand einen UBRS-Key haben. EAD ist halt eine Instanz, wo man schon früher reinkommt, wo es auch ein paar ganz gute Items gibt, die man wahrscheinlich auch zuerst haben wird, weil BRD einfach die leichteste Instanz von den High-Level-Instanzen ist. Ja. Und da gibt es halt auch drei relativ gute Items. Das wäre einmal Force of Will und Trinket, was man auch sehr, sehr lange trägt, wenn man nicht unbedingt Drake Fang und also nicht unbedingt zwei BWL-Trinkets bekommt, schnell, was nicht jeder Tank haben wird und schon gar nicht, und vor allem Off-Tanks nicht. Also Off-Tanks tragen Force of Will sehr lange. Gibt es die Golem Skullhelm oder wie der heißt, noch aus BAD. Den würde ich am Anfang auch holen. Und zusätzlich droppt im BAD noch eine Tankhose, die ziemlich gut ist. Also wahrscheinlich, also ich werde so ab 54, 55 auch öfters mal BAD gehen, für die drei Items hauptsächlich. Obwohl die meiner Meinung nach nicht alle komplett Pre-Biss sind. Also die tauscht man vielleicht wieder ab. Wenn es dann wirklich ans Pre-Rate Biss-Farmen ist, lohnt sich, wie gesagt, UBRS am Anfang. Da gibt es auch die Tier-0-Schultern, die gar nicht so schlecht sind, auch wenn die in manchen Biss-Listen nicht drin sind. Also ich trage meistens Tier-0-Schultern mit Tier-0-Armschienen. Da gibt es nochmal 200 Armor als Set-Bonus. Die sind beide als Tank okay. Mal ganz kurz, das ist ja echt krass, wie viel Gear man dann in BRD bekommt, ne? Also ja. Kann man ja gefühlt dann den kompletten Tank-Char in BRD equippen, so, ne? Ja, BRD ist als Krieger ziemlich gut. Ja. Ist auf jeden Fall eine super Instanz und vor allem, weil sie halt nicht ganz so schwer ist. Vor allem der Anfang ist relativ einfach zum Farmen. Ja. Sonst Waffe und Brust würde ich über einen Quest holen. Waffe wäre Miras Song, müssten Schurken wahrscheinlich auch kennen. Das ist so ein Schwert aus einer Scholo-Quest-Reihe, was Pre-Rate ziemlich gut ist. Als Brust würde ich die Ornate Adamantium Breastplate holen. Aus diesen westlichen Pestländern von dieser Quest-Reihe, wo es auch das Halsband gibt, was Furies und Schurken meistens holen. Fordring, glaube ich, ne? Oder? Genau. Ja. Und die Brustplatte hat enorm viel Armor und Stamina. Zwar ein bisschen weniger Defense als die Deathbound-Brustplatte, die in vielen Guides vorgeschlagen ist, aber die Brustplatte bekommt man über einen Guide und ich persönlich finde Defense nicht so stark, wie es oft Guides dargestellt wird. Okay. Und der Rest vom Gear wird hauptsächlich, wie gesagt, Deathbound-Teile sein, Stamina-Ring, ja, relativ offensichtlich. Genau, also wie gesagt, die Tank-Gear-Liste wird dann auch unter dem Video verlinkt, Leute, ja. Könnt ihr da auch abchecken. Ja. genau, jetzt hier nochmal die Frage, sorry, wurde da schon drauf eingegangen, aber wie steht er zum Fury-Prot-Krieger und wird es schon in Phase 1 spielbar sein? Zayax, auf die Frage, ob man mit Fury tanken kann, werden wir gleich noch drauf eingehen, ja? Noch ein bisschen geduldig sein an der Stelle. Haben wir hier noch die Frage, ist das Engie-Schild nicht besser? Aber keine Ahnung, ob es in Phase 1 schon vorhanden ist. Also das Engie-Schild ist mit Phase 1, sollte drin sein, soweit ich weiß. Ist aber ein AE-Tank-Schild. Also für Single-Target, erstens geht es ganz relativ schnell kaputt. Also ich weiß nicht, ob die Leute hier zum Beispiel den Akku-40-Gang von Funkless kennen, wo man einmal durchläuft und diese kleinen Mobs mit sich zieht. Da habe ich es meistens getragen. Und nach 2 Tries oder so ist es kaputt. Also wenn man vibet, muss man im Raid reparieren noch jeden zweiten Mal. Also es geht wirklich nach 5 bis 10 Minuten kaputt. Ich trage es auch manchmal in 5er Innis. Es ist halt auch, wenn man Strat geht, Living Tile, bevor man zum Living Tile kommt, wenn man es davor trägt, ist es auch kaputt. Womit hängt das zusammen? Weil es ein Craft-Item ist oder wie? Oder? Nee, also das Injury-Schild hat einen Proc, wenn man blockt, verursacht man an allen Gegnern um sich herum 20 oder 30 Lightning Damage. Und bei jedem Proc ist eine hohe Chance, dass ein Haltbarkeitspunkt verloren geht. Das heißt, wenn man mehrere Mobs tankt, es ist super stark fürs AE-Tanken, aber es geht halt relativ schnell kaputt.
immer Report dabei haben. Ja, für Single Target hat es halt kein, also bis auf Armor halt keine nützlichen Stats. Und man muss auch erstmal das Rezept aus Molten Core bekommen, um das zu craften. Also wird halt nicht direkt pre-Raid verfügbar sein. Ah, okay, ja. Und guten Abend an Mr. Mad Mike. Guten Abend. Ja, wir sind immer gerade noch in der Krieger-Unterhaltung hier heute. Wie gedacht, schauen wir uns mal den Krieger ein bisschen genauer an. Die ganze Geschichte wird hier auch später auf YouTube und auf Spotify verfügbar sein. Und die nächste Frage, die ich hätte, wäre, welche Berufe eignen sich mit einem Tank-Krieger? Da hört man immer so, ja, Schmiedekunst, weil man sich dann die Feuer-Resi-Armor selber machen kann. Was ist da so deine Meinung? Wir waren ja gerade beim Ingi-Schild. ja, da kommt wieder, also als Tank ist Ingi auch, vor allem wenn man in der Gilde spielt, die recht starke DPS-Klassen hat, ist Ingi schon wieder, vor allem als Main-Tank würde ich Ingi auf jeden Fall nehmen. Das Schild, also durch Ingi hat man halt die Möglichkeit, enorm gute AE zu tanken, also auch besser als jetzt auf Allianz-Seite, wo es immer heißt Paladine. Ingi-Schild ist enorm stark, wenn man große Mobgruppen tankt. Genauso habe ich immer Granaten und Dynamit für den Raid dabei gehabt, hauptsächlich Dynamit. Verursacht halt 400 bis 500 Feuerschaden circa in einem 5-Yard-Bereich. Und das in Deathstance reinwirft, man bekommt halt ja den Deathstance-Aggro-Bonus noch dazu. Man kann ziemlich gut antanken. Und auch im 5er-Innis, wenn mal irgendwie ein Pack-Added auf dem Healer geht, kann man damit halt recht gut Aggro ziehen. Okay. Und also, Schmiedekunst ist nicht so das Thema, ja? Kunst ist halt, man braucht das Feuerresigier. Aber man kann Items auch von einem Schmied kaufen. Im Normalfall gibt's, hoffe ich, dass wir wieder einen Schmied in der Gilde haben werden. Wenn nicht, müssen wir halt bei anderen Gilden nachfragen, ob wir es bei jemandem abkaufen können. Nicht der beliebteste Beruf, aber man muss es halt irgendwo herkriegen. Aber man braucht Schmiedekunst nicht selber, um das Dark Iron Set zu kaufen. Okay. Ja, wir müssen ein bisschen uns ranhalten, weil sonst dann auch zu lang wird eventuell. Okay. Deswegen gehe ich so ein bisschen zügiger voran. Und noch kurz die Frage, wie schaut es mit alternativen Gear-Slots aus, die man jetzt zum Beispiel durch Diamol-Items bestücken kann? Ja, bei der Brust zum Beispiel wurde hier noch gefragt. Diamol fällt mir keine Brust ein, die das ersetzt. Im Diamol gibt es gute Schultern beim ersten Boss und gute Handschuhe beim... Also beim ersten Boss in Diamol Nord gibt es gute Schultern. In Diamol West bei dem Hunter-Boss, ich glaube, das ist der zweite Boss, also dieser Jäger mit dem Petter, droppen gute Handschuhe. Okay. Ja. Aber sonst wird man in Phase 2, da Tier 1 schon auf dem letzten Stand ist, relativ viel Tier 1 tragen und nichts mehr durch Diamol-Items austauschen, großartig. Ah, okay. Na, für Nachtzügler ist natürlich die paar Tank-Items aus Diamol super. Okay, na gut, wenn natürlich auch ein Raider-Tank oft immer als erstes equipped wird, ne? Kann das dann sein, dass man dann schon viel Gear hat, also und andere Klassen wahrscheinlich in Diamol eher mehr dann brauchen werden noch vielleicht, ne? Ja, und in Diamol droppen sehr, sehr gute Caster-Items und Healer-Items. Okay. Hier ist noch eine Frage, überall heißt es, man braucht einen Haufen Death, KA, irgendwas mit 400. Ich würde mal sagen, wie viel man da irgendwie jetzt braucht in verschiedenen Bereichen. Und ich denke mal, am Anfang ist es extrem schwierig zu tanken oder nicht. Kein Leben, kein Death. Also, vorher gesagt habe, ich finde Death ist allgemein so ein Stat, der ein bisschen overrated ist. Also, für mich sind 8 Death ca. 1% Parry umgerechnet oder 1% Dodge. Die Crit, also der Abzug, der beim Crit, also beim Gegner, also im Grunde der Minus-Crit für den Gegner vom Death, ist halt ein Punkt, der Gegner hat 0 Death, also ein Boss hat 0 Crit, wenn du 440 Death hast. Und das ist im Pre-Raid und auch mit Tier 1 nicht erreichbar. Gleichzeitig ist, solange man Schildblock oben hat, haut man sowieso alle kritischen Treffer aus der Attack-Table vom Gegner. Das heißt, Defense ist ein super Stat, vor allem wenn man als Krieger noch unsicher ist und Schildblock nicht oft oben hat oder mal ja, irgendwie der Boss Parry Haste hat, aber es ist kein Stat, wo ich drauf gehen würde und sagen würde, sofort auf 440 Death und alles andere ignorieren. Wird vor allem im Pre-Raid schauen, dass man viel Armor und viel Stamina mitnimmt. Das ist das, wo man erstmal, also wie man überhaupt überlebt. Und dann, wenn da, sobald man so Tier 1 hat,
kann man ein bisschen schauen, dass man auch mal Trinkets oder so wirklich, oder Trinkets gibt es ja wenige mit Stamina, aber auch Ringe oder sowas austauscht, mit die, wo man Defense und so weiter noch mitnimmt. Oder allgemein auch Item-Slots mit Dodge oder Parry oder Defense. Ah, okay. Also ich habe, glaube ich, in meinem Pre-Raid-Gear auf dem letzten Server, weiß ich nicht, 360 Def gehabt oder sowas und war für Molten Core absolut kein Problem. Teilweise dann sogar weniger, weil ja das Tier 1 noch die alten Stats hatte ohne Def. Bist du noch da? Ja. Okay, sehr gut. Genau, dann hier noch eine Frage bezüglich des Schild-Proc-Damage. Hatte mal auf dem Privatserver, dass der Thunder-Fury-Proc im Damage gesenkt wurde durch die Death-Stance. Ist das beim Schild auch so, bei dem NG-Schild? Ja, also Death-Stance reduziert den kompletten Damage-Output um 10%. Ist egal durch was. Ah, okay. Welche Rasse würde er als Tank empfehlen? Haben wir am Anfang, oder gibt's da noch, haben wir am Anfang eigentlich schon geklärt, auf Horde-Seite würdest du, glaube ich, Taure gehen, ne? Taure oder Troll oder Ork. Das spielt keine große Rolle. Also ich spiele Taure, aber genau, und Troll auf, und Ork ist für Aggro eigentlich das Beste. Genau, und Taure überlebt ein bisschen länger, so eine Art. Und auf Menschenseite würdest du Krieger, auf Ali-Seite würdest du Mensch empfehlen, genau. wegen dem Aggro-Gain, genau. Ne? Ja. Gut, dann, ja Leute, wir müssen ein bisschen hintermachen. Das Video darf nicht zu lang werden am Ende. Nächste Frage wäre, welche Verzauberungen braucht man mit einem Tankkrieger? Also einfach kurz overall. Da gibt's gar nichts. Im Grunde gibt's nicht so viele Alternativen. Das sind im Grunde wieder die Stamina-HP-Verzauberungen. Okay. Wenn jetzt nichts Wichtiges zum Anfang ein, das meiste ist offensichtlich. Umhang würde ich die Armor nehmen. Armschienen, die Stamina, Handschuhe, Agi. Beine und Kopf, die 100 HP an Anfang. Ja. Auf Schuhe Stamina, ebenfalls Tempo. Hängt auch wieder ein bisschen vom Content und so weiter ab. Und Waffe halt an Anfang Crusader. Wenn man keine Agro-Probleme hat, kann man ab Phase 2 oder 3 irgendwann mal diese 15 Agi nehmen, wenn die drin sind. Mhm. Auf die Waffe auch Crusader, ja? Genau, aber nur, wenn man halt wirklich keine Agro-Probleme hat. Sonst halt mit ZG, die ZG-Verzauberung auf Kopf und Beine. Und ab Akku 40 würde ich die 2% Aggro auf Handschuhe nehmen. Wenn man wieder keine Probleme hat, die 15 Agi dann. Und 1% Dodge auf Umhang. Okay. Gut. Welche Add-ons braucht man mit dem Tank? Gibt es da irgendwas Besonderes oder auch wieder nur die Standard-Rate? Ich nutze die Standard-Sachen. Zusätzlich habe ich noch Banana Bar benutzt. Banana Bar ist im Grunde eine Anzeige, bei der alle Marks Rates sind, sichtbar sind und die Anzahl der Spieler drauf sichtbar sind. Das heißt, da ist ein Skull abgebildet und man sieht, welche Spieler auf den Skull gehen oder welche Spieler nicht auf den Skull gehen. Das hört sich ja interessant an. Für die Slacker dann, ne? Genau, also das hing auch ein bisschen damit zusammen, dass ich halt gleichzeitig Raid Lead gemacht habe und man sieht halt, wenn irgendwelche Leute das falsche Ziel angreifen oder sowas. Ja. irgendwelche besonderen Add-ons nicht. Also vor allem, da Weak Auras verfügbar sein wird, kann man viel über Weak Aura machen. Okay. Übrigens nochmal zur Info gerade, du wirst auch wieder Krieger spielen wahrscheinlich, ne? Ja, ich spiele auf jeden Fall Krieger. Auch Horde-Gilde wollt ihr machen, glaube ich, ne? Genau. Okay, cool. Und PvE oder PvP-Server? PvP. Da wird man sich ja dann vielleicht mal treffen. Okay, welche Consumables braucht man mit einem Tankkrieger? Puh, gibt es da große Unterschiede zum Damage-Krieger? Wahrscheinlich schon, ne? Ja. Wir reden wahrscheinlich von Titan Flask und so weiter, ne? Vor allem, das hängt stark vom Boss wieder ab, stark von der Gilde. Als Tank kann man wirklich ziemlich viele verschiedene Consumables nehmen, die auch nützlich sind. Also Standard-Consumables, um das schnell zu machen, sind wieder Fortitude, also es ist ein HP-Trank, Fungus beziehungsweise Agipod, wenn man weniger Geld nehmen will für die Dodge von der Agi. Elixir of Giants kann man noch nutzen für Aggro ein bisschen, für die Stärke, ist aber nicht so wichtig. Dann vor allem im Progress finde ich, ist Superior Defense Elixir recht gut. Bringt 450 Rüstung. Und dann gibt es halt noch die Pots, die man so einwirft. Also Free-Action-Pots sind ziemlich nice, vor allem im BWL.
Ich hatte auch öfters noch Titan Flask drin. Vor allem hängt dann immer da auch wieder davon ab, wie teuer die wird und was die Gildenbank spendiert, weil es kann schon ziemlich teuer werden. Und halt auf jeden Fall Buffwood, also Stamina Buffwood, das kostet gar nichts. Ja, sollte man auf jeden Fall einwerfen. Dann für die. Dann hängt es davon ab, ob man eher mehr Aggro braucht oder mehr Mitigation. Entweder Stone Shield Pots, das sind eigentlich der stärkste Pot, der bringt 2000 Armor für 2 Minuten. Also Vor vor jedem allem. Boss fällt dann wahrscheinlich eine rein, so eine Art, ne? Ja, oder mehrere, kommt drauf an. Also im BWL zum Beispiel bei Chromagos ist ein Stone Shield Ja, Pot gut. am Anfang schon ziemlich wertvoll, wenn man mit Tier 1 noch dran steht. Wenn ich jetzt, weiß ich nicht, Flame Gore oder Ebenrock tanken würde, dann würde ich eher einen Rage Pot am Anfang ziehen. Also es hängt halt stark vom Boss ab, wie viel Schaden der macht und ja. Und dann gibt es noch ein paar Consumables, die wenig Leute kennen, die recht nice sind. Einmal Gift of Arthas. Da haben es die Private Server Guilden wahrscheinlich oft benutzt. Das ist ein Trank, der dem Gegner einen Debuff on Hit erteilt und den Sch Incoming Damage um 8 erhöht, also als numerische Zahl um 8. Für Schurken und Krieger ziemlich nice, für Hunter auch. Und produziert ein bisschen Aggro beim Proc. Das ist gut. Das Und ist ein Trank, den man nimmt, oder wie genau, jetzt? und der kostet auch nicht viel. Der braucht diese Arthas-Tears, die in den Pestländern rumstehen, die Und die wie lange hält Kräuterkunde. der? 10 Minuten, glaube ich, oder 30 sogar. Ja. Das ist ein Buff halt. Und solange man den Buff drauf hat, wird. Also, Gegner, die dich schlagen, werden mit diesem Debuff infiziert. Da wollte ich gerade fragen, was verbraucht doch da ein Debuff-Slot? Genau, der Das war dann Debuff-Slot. wahrscheinlich immer die Überlegung, dass man das deswegen nicht macht, ne? Genau, Aber. aber bei 16 Debuff-Slots haben wir den benutzt. Okay, Der ist das gar heißt, nicht so wäre schlecht, deine ja. Vermutung, dass jetzt wahrscheinlich die Gilden den dann überall verwenden werden, ja? Ja, also, wir haben zumindest keinen richtig besseren Debuff-Slot dafür gefunden. Okay. 8 Damage bei jedem Hit für alle Physical-Klassen ist auf jeden Fall gut. Sonst fallen mir noch die Unguru-Buffs ein. Vor allem dem Crystal Spire und Crystal Ward. Crystal Spire ist so eine Art Lightning Shield. Das sieht auch optisch so aus. Das verursacht irgendwie 10 oder 15 Lightning Damage, wenn du gehittet wirst. Wo bekommt man das? In Unguru gibt es so Ach, die Kristalle, ne? Kristalle Ah, und die kann man okay. bei Pylonen abgeben und hält dafür dann so einen Buff mit. Bei einem Pylon kann man halt eben dieses Lightning Shield abholen, was auch für 5er-Inis AE-Tanken gut ist. Oh, Und im cool. Raid, wenn man CDs hat, die gerne viel Schaden machen, also wenn Aggro das Problem ist, ist das halt ein bisschen Schaden, den man passiv verursacht, und das kostet nicht viel. Und Crystal Ward ist im Grunde dasselbe, das gibt dir einen Rüstungsbuff für 30 Minuten, glaube ich, wenn man es nutzt. Der stackt auch mit Rüstungspots. Ah, okay. Sonst an Consumables, der Rest, würde ich sagen, sind Ingi-Consumables, die ich normalerweise benutzt habe. Also wie gesagt, Dynamit oder mal Zepper Charge oder sowas in der Richtung. Aber das ist sehr berufsspezifisch. Okay. Okay, cool. Ja, das war ja gerade eine Menge, ey. Leute, Tank Life's nicht easy, ey. Wisst ihr Bescheid. Aber das Gute ist ja einfach auch, dass man von der Gilde auch viel Support bekommt, ne? Also in guten Gilden eigentlich, ne? Ja, vor allem Magier, Hexer, Fury Warriors, die sind froh, wenn man ein bisschen mehr Aggro macht und sind froh, wenn da der Tank unterstützt wird. Genau, und ich meine, die Gilde will ja auch, dass man weiterkommt, dass der Tank nicht verreckt und so weiter. Von daher fühlt euch da nicht irgendwie so erschlagen und denkt so, oh, mit dem Krieger brauche ich so viel Zeug und kann ich mir alles nicht leisten. Und also da wird euch die Gilde dann auch immer supporten. Ne? Das denke ich auch. Und viele Mats sind nur für meistens für den Main Tank wirklich wichtig. Wenn man zweiter oder dritter Tank ist, nutzt man viele Mats gar nicht. Wenn Ja, man nur Adds ja. tankt oder sowas, also. Genau, aber das zum Beispiel mit den Titan Flask finde ich auch interessant. Dafür braucht man halt einen schwarzen Lotus und also eine Pflanze, die sehr, sehr selten nur vorkommt. Aber das ist auch mal interessant, ne? Also, wenn es da keine dynamische Respawn-Rate von gibt, dann wird halt, ja, diese Blume sehr selten und sehr teuer sein und dann wahrscheinlich echt nur für Tanks auch zum Einsatz kommen, wahrscheinlich, ne? Also, auf Privatservern hat man das zum Teil erlebt, dass der komplette Raid eine Titan Flask am Start hatte. Wird, glaube ich, auf dem Blizzard-Server nicht passieren. Ja, kann ich mir auch gut vorstellen, dass die Preise von Titan Flask wesentlich höher nochmal ist. Ja.
Und vor Nax vielleicht Zetun braucht man auch nicht wirklich Flask. Also ja. Alles bis, eigentlich bis Uro würde ich sogar sagen, braucht man keine Titan Flask, auch nicht als Tank. Es ist zwar nice, aber... Auch nicht so bei Chromagos so, ohne Gear? So? Ich werde es nutzen, aber ich werde bestimmt eine nutzen, aber vor allem für die ersten Kills, aber es ist auch machbar ohne, also Bachelor und Chromagos wahrscheinlich eher, aber okay. Gut, dann gucke ich gerade nochmal, ob wir ein paar Fragen haben hier. Also wie gesagt, Leute, gerade gerne nur Fragen zu dem Krieger stellen. Ja, wir haben gleich den Talk beendet. Nee, wir haben gerade keine kriegerspezifischen Fragen an der Stelle. Daher mache ich dann nochmal weiter hier. Wie spielt sich der Tank in 5-Mann-Dungeons, ja? Mit schlechtem Gear relativ gut noch. Man hat mehr Rage. Ist eher wahrscheinlich für einen Healer anstrengender. Im Grunde ist es viel mit Durchtappen. Wenn man nicht, wie gesagt, unbedingt Injil mit dem Injil-Schild ist und Dynamit wirft, hat man nur Demo-Shot als AE-Skill. Und meistens wird es da hinauslaufen, dass man Ops marken muss als Tank auch. Also sinnvoll ist es, wenn man Gruppenlead auch ist in 5er Inis und den Damage-Klassen direkt sagt, hier Totenkopf zuerst, Kreuz als zweites, die Mobs auch markt. Und wenn noch ein dritter oder vierter Mob ist, dass man den erstmal nur ein Thunder Armor verpasst oder so, dass die aber einem dranbleiben und halt die hauptsächlichen Skills auf die Targets setzt, die zuerst angegriffen werden. Das würde ich sagen, in 5er Inis, ja, mit, wie gesagt, mit steigenden Gear kriegt man wirklich irgendwann mal so gut wie gar keinen Schaden, vor allem wenn man Full Prot reingeht und keinen Aggro-Gear hat, also nur reines Death-Mitigation-Gear, ja, hat man nicht mehr wirklich viel Wut. Also. Okay. Und wie spielt sich der Tank in 40er Inis? Also ich finde es wesentlich entspannter. Als Main-Tank ist es halt eher, find ich, dass man die meisten Consumables drin hat und dass man seine HP im Grunde im Blick hat, also das heißt, wann man Shield-Wall ziehen muss, geht da auch, wenn man nicht Shieldblock auf CD hält, wann man Shieldblock zieht. Und ansonsten ist es reine Single-Target-Aggro bei den meisten Fights. Das heißt, man versucht seine Rota mit Shield-Slam, Rache und zweimal Thunder-Armor durchzukriegen. Also die ganze Zeit im Grunde so zu fahren. Also der Reihenfolge Shield-Slam, Rache, Thunder-Armor, Thunder-Armor und wieder von vorne. Und die Rage, die übrig ist, in Heroic Strike zu dumpen. Da halt nicht so wenig Rage zu haben, dass man nicht mehr Shieldstamm und Drache nutzen kann. Ah, okay. Und dann hier auch nochmal eine Frage dazu. Ist eigentlich notwendig, als Tank Raidlead zu machen? Oder denkst du, das ist nicht unbedingt, muss nicht unbedingt die gleiche Person machen, die jetzt Main Tank macht? Muss es nicht. Also, als Main Tank sollte man auf jeden Fall im TS reden können. Und auch einen gewissen Überblick haben, Tanks im Grunde. Stimmen ja auch ein bisschen die Geschwindigkeit vom Raid. Also zumindest als Main-Tank sollte man irgendwie auch die Healer-Mana im Auge haben. Also über City Raid zum Beispiel, das habe ich vorher vergessen. Man sieht, wie viel die Healer noch am Mana haben im Durchschnitt. Und es macht halt sinnvoll, wie gesagt, dass man weiß, welche Mobs man marken muss, was man zuerst killt. Ja. Die anderen Tanks im Grunde einteilen. Aber richtig Raidly-Taktiken und andere Sachen muss man nicht zwingend machen, also. Okay, ja, ich habe das auch immer so von einigen Tanks gehört, die meinten auch so, naja, es hat schon Vorteile auch manchmal so, aber es ist nicht zwingend notwendig halt, ne? Ihr könnt auch das trennen voneinander. Was ich aber auf jeden Fall auch aus Erfahrung sagen kann, ist, dass es sich doch lohnt, wenn zum Beispiel auch in der Gildenleitung der ein oder andere Tank am Start ist, ne? Weil gerade wenn dann auch die Gilden vielleicht mal auseinanderbrechen, Leute abhauen oder wie auch immer oder aus irgendwelchen Gründen nicht mehr online kommen, und dann steht ihr da, seid mitten im Progress irgendwie, ja, und euch fehlen auf einmal 2, 3 wichtige Tanks, weil die irgendwie weg sind, warum auch immer. Wenn ihr eine Gilde gründet, dann denkt auf jeden Fall auch mal drüber nach, dass vielleicht auch einer der Gründer auch wie auch Krieger spielt, dass man da dann auch auf jeden Fall die Sicherheit hat, dass auf jeden Fall ein Krieger auch immer am Ball bleibt, so, ne? Ja. Weil so ein Main-Tank, also ein richtig gut equippten Main-Tank, angenommen, ihr seid gerade schon in AQ40 drin,
Und dann sind alle Tanks auf einmal weg. Also bis ihr da wirklich einen gut equippten Main-Tank bekommt mit richtig kranken Gear und allem, das kann nicht so leicht ersetzt werden einfach mal. Da kommen viele Gilden dann in Bedrängnis, wenn sie dann keinen mehr haben. Und dann zerbrechen die Gilden auch wirklich an solchen Geschichten. Ne? Also Tanks sind sehr wichtig, gerade die Main-Tanks. So. Die Off-Tanks kann man schnell mal equippen, aber ein Main-Tank ist schon sehr wertvoll am Ende auch. Genau. Dann hier noch die Frage, ja, da kommt vielleicht noch drauf, was Goldfarming angeht. Genau. Ja, dann genau, das ist auch die nächste Frage, die vorletzte Frage, eigentlich mehr oder weniger. Dann kommen wir auch gleich schon zum Ende hier. Wie farmt man als Tankkrieger Gold? Ja, was ist da so deine Hack? Das ist ein bisschen das Problem. Also, wenn man Ingi mitnimmt, hat man halt keinen Beruf, der wirklich viel Gold machen kann. Also mit Bergbau ist es theoretisch möglich, halt über Arkankristalle Gold zu machen, wenn man die verkauft. Die braucht man aber meistens selber. Ansonsten bleiben halt im größten Teil Fünfer-Inis. Also ich habe mein Gold gemacht, wie gesagt, auch wieder mit Statoil, mit Dire Maul East, Jumpruns. Ja. Und halt in Raids nicht wipen. Das klingt zwar doof, aber Molten Core und BWL gibt um die 50 bis 60 Gold, wenn man nicht wipet. Wenn man das jede Woche hinkriegt, ohne zu wipen, kommt mit der Zeit einiges an Geld zusammen. Ja, ansonsten, wie gesagt, 5er Innis ist das Beste. Ah, genau, das höre ich auch immer wieder. Also Leute, die Leute brauchen immer Tanks irgendwie für 5er Innis und na, zum Teil kommen dann auch so diese Praktiken, dass sich die Krieger dann oder die Tanks auch gewisse Items reserven, also reservieren, ja. Gerade bei den Living Runs werden dann wahrscheinlich die Orbs wieder reserved werden. Ja, ist manchmal ein bisschen fragwürdig, die Taktik. Ich kann es aber auch verstehen, wenn man nun mal nicht an andere Gold-Farm-Methoden einfach rankommt mit dem Tank. Genau, einfach Dungeons grinden, mehr oder weniger, für Gold. Ja, das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Ja, dann noch die letzte Frage hier. Welche zusätzliche Aufgaben oder Verpflichtungen hat man als Tank, gerade als Main-Tank in einer Gilde? Ja, das hatten wir ja indirekt vorher schon. Es ist super nützlich oder als Main-Tank fast zwingend notwendig, dass man halt im TS reden kann und halt auch nicht scheu ist, da Ansagen zu machen. Ja. Viele Sachen sieht man halt als Tank am besten und zusätzlich ist es halt auch so, dass man als Tank ein bisschen vor allem bei trashlastigen Instanzen den Speed angibt. Das ist halt nervig, wenn Healer volles Mana haben und es geht nicht weiter. Damage-Healer sind dann gelangweilt. Man steht halt rum. Andererseits ist es auch nervig, wenn die Healer nur 20% oder 10% Mana haben und es wird was Neues gepult und es sterben Leute deswegen. Mhm. Das kommt aber alles mit der Zeit. Also wenn man frischer Spieler ist in der frischen Gilde, würde ich halt einfach mit den Leuten reden und sagen, gut, hier, ich spiele das erste Mal Tank, das ist ein Thema. Wir hatten auch schon auf den Servern Spieler, die das erste Mal Tank gespielt haben. Und das braucht einfach eine Zeit, bis man so vor einem MC-BWL das Gefühl hat, wann man welche Packs pullen kann. Und ja, aber man sollte auf jeden Fall, wie gesagt, schauen, dass man im TS reden kann, dass man Ansagen macht, dass man Ziele markt, mit den Healern auch spricht, also mit den Healern spricht, wie viel Aggro-Gear man anziehen kann, vor allem auf Hordenseite, mit denen ein bisschen abquatscht, wie war der Damage-Income? Kann ich vielleicht Edgemasters Handschuh zum Beispiel anziehen mit 7 Weapon-Skill oder sowas, was ein Mail-Item ist? Die Richtung. Ja, genau. Ich glaube auch, der Tank ist generell einfach so eine wichtige Rolle in der Guild und auch im Raid. Da kommt man nicht drum rum, dass man sich wirklich immer mal wieder mit anderen austauscht, ne? Und immer guckt und immer aktiv ist und so weiter. Und man muss halt auch sehr zuverlässig sein einfach, ne? Ja. Weil gerade mit dem Main-Tank, ja, wenn ihr dann nicht am Start seid, dann kann halt dann wirklich manchmal der Raid nicht stattfinden. Da sollte man sich auch, glaube ich, vorher drüber im Klaren sein, oder? Und das war bei mir persönlich immer so ein Grund, warum ich immer so gedacht habe, na, Tank für mich, weil wenn ich dann irgendwie mal nicht kann, ist die Gilde komplett am Arsch oder der Raid am Arsch. Hattest du dann nie so Bedenken oder hast du immer gedacht, so, oder fandest du es gerade cool, dass du dann so eine wichtige Rolle hattest, sag ich mal? Im Prinzip habe ich schon Bedenken gehabt. Also es gab auch drei Raids, wo ich halt einfach nicht konnte. Ist halt einfach so, kann jetzt genauso wieder sein oder dass man später kommt wegen der Arbeit oder irgendwie sowas. Lässt sich halt manchmal einfach nicht verhindern. Das ist natürlich nervig, wenn dann der ganze Raid warten muss. Wir haben das Glück, dass wir zwei andere Dev-Tanks haben, die sehr, sehr zuverlässig sind und auch sehr, sehr gute Spieler sind, finde ich. Ja.
dass da ohne Probleme jemand anders das einspringen kann, übernehmen kann. Also die kennen sich da auch gut aus, können TS reden, also kein Problem. Ah, okay. Eine Gilde, wo natürlich irgendwie nur ein oder zwei Dev-Tanks in der Gilde sind und ein Main-Tank alles macht, ja, wenn der fehlt, ist scheiße für die Gilde. Also. Ja. Okay. Dann hier noch die Frage gerade, frag ihn mal, ob er ein Kriegeridol hat oder ein Vorbild, wo du das alles gelernt hast, irgendwie so. Oh, in Classic war es vielleicht Kungen, weil er damals das... Wollte ich gerade fragen, Kungen? So, ja. Weil man halt so mit Akku... Ich habe erst mit Akku 40 und Nax so angefangen, auch Gilden zu verfolgen mit World Race und was weiß. Also, dass halt irgendein Boss das erste Mal gekillt worden ist und da war halt Nihilo mit Nax bei ein paar Bossen weiter vorne. Kungen kennt auch irgendwie gefühlt jeder, oder? Der WoW gespielt hat. Ja, inzwischen ist es so, dass sich natürlich einiges geändert hat so damals durch die Private Server. Also, ja. Gleichzeitig... Bin ich ein Mensch, der selber gerne Sachen berechnet, Spreadsheets macht und so weiter. Hängt auch ein bisschen zusammen, dass ich einen technischen Beruf ausübe und ein technisches Studium hatte und da gerne selber rumprobiere. Ist es nicht so, dass ich irgendwie jetzt halt groß andere Tanks verfolge. Ah, okay. Hab selber jetzt über die 4,5 Jahre recht viel rausgefunden. Also am Anfang war auch so, Hauptsache Mitigation zwischen... trage ich ein bisschen anderes Gear, wie gesagt, sowas wie Edge Master, das hätte ich, glaube ich, vor 4 Jahren nicht getragen als Tank. Genauso Akuria, also ein 2% Hitring ist ein super Ring im Molten Core für jeden Tank, vor allem für jeden Main Tank. Auch wenn es Schurken nicht so gern hören. Wie, welcher Ring? Akuria oder? Ja, Akuria ist ein, den habe ich auch bis Ende Nax getragen. Ich weiß, was du meinst, die Problematik dann auch. Ja, das ist auch nochmal eine interessante Frage, gibt es im Raid jetzt so Items, du hast jetzt mit Akuria 1 angesprochen, wo du so Probleme immer hast mit anderen Klassen, die es dann eher haben oder es nicht verstehen können, was Tanks haben wollen, zum Beispiel Drakefang, genau. Talisman fällt mir ein, ist es auch ein geiles Item für einen Tank oder würdest du sagen, bei dem Item ist nicht so? Genau, also Drakefang, Akuria sind wahrscheinlich die zwei Items, die die größte Überschneidung auch mit DPS-Klassen haben, mit Melees vor allem. Ja. Akuria ist das Ding, wenn man von Anfang an raidet, der droppt relativ häufig. Der droppt schon im Molten Core bei Ragnaros und ist auch direkt am Anfang auf jeden Fall im Loot Table drin. Das heißt, da wird es einige geben von Akuria. Drakefang dagegen ist doch ziemlich rar. Auf Allianz-Seite habe ich mir Drakefang nicht geholt. Ist aber in Bezug auf Aggro das beste Tank Trinket. Das heißt, auf Horden-Seite werde ich es wahrscheinlich holen, werde ich aber mit der Gilde quatschen. Man sieht, wie die Aggro ist. Wie gesagt, auf Allianz-Seite habe ich es nicht gebraucht. Ansonsten, hier 2,5-Set, die Schultern zum Beispiel, Brust und Hose sind stark für Aggro, sind aber Tokens, macht eigentlich gar keine Probleme. Der zweite Aggro-Ring wäre halt aus, würde ich jetzt halt erstmal aus Dings holen, entweder über den Nef-Kopf oder über Alteraktal, den DPS-Ring. Das heißt, da gibt es eigentlich auch gar keine Überschneidungen. Maximal bei Waffen. Sowas wie Maladat. Obwohl Maladat jetzt mit der neuen Waffenskill-Berechnung, wie es jetzt in Classic ist, im Gegensatz jetzt zu Private-Servern, für DPS-Klassen sowieso nicht mehr so interessant ist. Habe ich noch gar nicht mitbekommen. Was meinst du da für eine Thematik? Die Formel für Glancing Blows und Hit ist mit Waffenskill anders als auf Private-Servern. Ehrlich? Aber ich hatte jetzt gehört, dass Weapon-Skill sogar noch stärker. Genau, ist, es ist stärker, aber erst ab plus 5 Weapon-Skill. Also man hat mit plus 4 Weapon-Skill nur 0,8% Hit. Sobald man plus 5 hat, geht das auf plus 3% Hit. Also dieser Punkt, der am meisten bringt, ist von plus 4, also von 304 auf 305 Weapon Skill. Aladat zum Beispiel bringt nur 304. Ja gut, aber mit dem Schurken zum Beispiel hat man das ja dann eh über die Talente, ne? Genau, du hast mit dem Schurken schon die 305 normalerweise über Talente. Das heißt, du hast schon den wichtigsten Wert und ein Human hat sowieso schon 310 und mit 310 ist man auch schon am Cap, bei dem es nichts mehr für Glancing Blows was bringt. Das heißt, Human-Schwert-Schurken werden es gar nicht brauchen. Alle anderen Schurken werden es wahrscheinlich wollen für die Offhand, ist aber nicht mehr so stark wie auf Private-Servern. Weil man nicht über die 310 kommt, oder wie? Nee, weil es einfach ab 305 jeder Punkt nicht mehr so stark ist. Also
Der einzige wirklich richtig, richtig starke Punkt ist von 304 auf 305. Ah, okay. Ja, ich kann auch ein interessanter Punkt, okay. Da muss ich mir auch nochmal Gedanken machen mit meinem Schurken und so weiter, weil ich ja Gnome-Schurke spielen werde. Genau. Ja, ich kann ja das gerne. Ich hab's ja mal im Discord gelegt, kannst du dir danach im Stream oder sowas mal anschauen. Ja, genau. Ja. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir mal zum Ende langsam von dem heutigen Krieger-Talk hier. Ich hätte noch so einen kleinen Ausblick, Fragen in die Zukunft. Leute, wenn ihr noch Fragen habt, ja, wichtige Fragen, gerade die euch noch im Kopf rumschwirren, dann haut die gerne nochmal raus, gleich machen wir Ende mit dem Krieger-Special. Item Progression im Verlauf von Vanilla. Ja, wie entwickelt sich der Krieger im Verlauf von Molten Core bis Nax Ramas so? Hast du da noch irgendwie so eine, merkt man da fett was so vom Gear irgendwie, oder denkst du eher so, in Molten Core bekommt man voll die guten Upgrades und später nicht mehr? Weißt du, wie oder verändert sich das Tanken im Verlauf von Molten Core zu Nax Ramas im Verlauf von Vanilla? Was sind da so deine Eindrücke? Ziemlich stark. Also vor allem als Fury-Krieger ist, glaube ich, fast die Klasse, die meistens Gear-abhängig ist. Das heißt, wer als Fury-Krieger mal in ab Akku 40 Nax gespielt hat, schon krass, wie stark sich das ändert von einem Pre-Rate-Krieger. Oder auch Krieger, der frisch 60 ist. Als Tank merkt man halt wirklich den Damage-Income stark. Also 5er-Innis, wie gesagt, vor allem ein bisschen durch Blockware-Items und so weiter, kriegst du im 5er-Innis eigentlich gar keinen Schaden mehr, wenn man Full-Prot reingeht und mit Full-Death-Gear. Ich habe halt sonst wenig andere Klassen gespielt, um das genau zu vergleichen, vor allem jetzt. Ich habe keine Twinks gehabt, die jetzt Nax-Gear oder Akku-40-Gear hatten. Tank-Krieger auf jeden Fall, man merkt schon. Also der HP-Pool wird größer, die Rüstung wird richtig hoch, vor allem mit Tier-3-Set. Tier-3-Set ist enorm stark. Aber es ist halt erst ganz am Ende. Und Tier 2,5 ist ein recht gutes Aggro-Set. Also Akku 40 kommen hauptsächlich Aggro-Items dazu. Man wird nicht unbedingt viel mehr Mitigation haben gegenüber Tier 2. Tier 2 ist ein enorm starkes Tankset. Akku 40 sind eher so Aggro-Upgrades. Ein bisschen Hit, ein bisschen mehr Stärke, AG. Das ist, glaube ich, auch das mit Ausblick, was die meisten Leute hier im Chat, was auch, glaube ich, schon zwei, dreimal gefragt worden ist, mit Fury Pots Back. Weil, das liest man auch öfters auf Reddit, war auf Private-Servern an einem der ja von den Nux-Speedruns interessant. Es wird, also meiner Meinung nach, und ich habe nur selber ein Spreadsheet gemacht, ein bisschen im MATLAB was geplottet, ich kann mir nicht vorstellen, dass Fury Prot-Spec vor Ende Akku 40 überhaupt wesentlich mehr Aggro macht als Full Prot, also dass man Bloodthirster Shield Slam nimmt und Flurry noch mit hat. Also, Talentbaum ist ein bisschen komplizierter, aber im Grunde speckt man die 31 Punkte in Fury und dann den Rest größtenteils noch in Prot. Haben wir ein paar Tanks gemacht in Nax Ramas, wenn es wirklich ging in Richtung Speedruns, um mehr Aggro rauszuholen. Gleichzeitig ist es so, dass in Classic auch schon bestätigt worden ist, dass Shield Slam auch Waffenprocs auslöst, was auf Nos zum Beispiel nicht der Fall war. Zum Beispiel, wenn man Thunder 4 hatte, hat Shield Slam keine Waffenprocs ausgelöst. Auch kein Crusader oder so. Und das wird in Classic der Fall sein. Das heißt, Shield Slam wird auch noch ein bisschen besser sein, wie manche Leute, also auf manchen Private-Servern der Fall ist. Ja. Genauso mit Bloodthirst. Also das sind ja beide Skills, die man auch disarmed nutzen kann. Die lösen trotzdem Waffenprocs aus in Classic. Ah, okay, interessant. Ab einem bestimmten Attack-Power-Crit wird natürlich Bloodthirst stärker. Wie gesagt, dafür braucht man halt wirklich fast komplettes Akku 40 Gear und Weltbuffs, dass es besser ist. Es ist halt für viele spaßiger zu spielen, weil man richtig viel Schaden macht. Das heißt, und kommt durch Schaden. Das heißt, Fury tanken, ab wann wird es jetzt genau relevant oder für wen? Es wird für Speedrun-Gilden interessant und wahrscheinlich erst ab Akku 40. Für die normalen Gilden, vor allem wenn man auch Healer hat, die eher casual unterwegs sind und nicht alles Min-Maxer, glaube ich, dass das Full-Prot der bessere Spec ist. Ja, also, denke ich auch. Ich habe auch, glaube ich, in keiner Gilde irgendwie mit einem Fury-Krieger irgendwie geradet, also als Tank, aber ja. Ja, also vor allem auf der Allianz-Seite habe ich auch mit Full-Prot bis K2-Sat alles getankt, ohne riesen Akku-Probleme. Ja. Wir hatten auch keinen Thunder Fury, also es war auch ohne Thunder Fury möglich. Also
Auf Allianz-Seite kann ich nicht, wie gesagt, außer man ist wirklich in so einer Hardcore-Speedrun-Gilde wie Salad Baker, Stream State etc. Ja, die halt nur darauf aus sind, Nax dann irgendwie auch in, weiß ich nicht, 2 Stunden oder 1 Stunde irgendwann mal zu clearen. Und ja. Da wird es Leute geben, die sowas spielen. Ja, ja. Bei normalen Gilden glaube ich nicht, dass es sinnvoll ist. Ja. Ja, gut, dann würde ich sagen, hast du noch irgendwie was du vielleicht anmerken möchtest an der Stelle? Abschließend, irgendwas, irgendein Punkt, den wir vielleicht noch nicht besprochen haben. Ansonsten würde ich dann den. Denke nicht. Ja, sehr gut. Das war ja ein sehr cooles Gespräch. Also echt sehr intensiv dann auch gerade im Tank-Bereich drauf eingegangen. Das war ja auch so deine große Stärke, sage ich mal. Dann auf jeden Fall schon mal Danke an der Stelle. Ja, jo, kein Thema. An dich. Also das war echt sehr interessant. Und gerade so was so Tanken angeht, habe ich einfach. Mich auch, also ich glaube, Tank ist auch so eine Geschichte, wenn man das noch nicht gemacht hat, dann sind auch einfach viele Dinge da komplett, weißt du, so, versteht man so gar nicht, ne? Da muss man auch erstmal komplett reinkommen. Aber das ist echt krass, so was, also wie viel da auch Theory, Crafting und Erfahrung hintersteht, ne? Hinter so einen ganzen Tank-Geschichten. Genau, vor allem wenn man eine Weile mal Tank gespielt hat, sind auch DPS-Rollen angenehmer zu spielen, weil man im Grunde weiß, warum ein Tank irgendwie. Was macht oder ja, warum er jetzt Akku verliert oder warum bei Apex irgendwie so gepult wird. Und ja, stimmt. Im Grunde kann ich nur sagen, wenn man nicht Tank spielt oder Schurke, also wenn man Damage-Dealer spielt im 5er Innis, niemals für den Tank pullen. Also ist ungemein nervig, wenn andere Leute anfangen für einen zu pullen. Ja. Oder Schurken mit Cheapshot öffnen und den Mob direkt stunnen, wenn es nur 1 oder 2 sind, so, solche Sachen. Okay, merke ich mir. Ja, okay. Gut, ja, dann würde ich sagen, vielen Dank für das Gespräch. Wie gesagt, ich hoffe, ihr habt einen kleinen Einblick in die Kriegerklasse hier bekommen an der Stelle. Ja, die ganzen Talentbäume, die werde ich unten unter dem Video nochmal verlinken für euch. Ihr könnt euch das Gespräch auch gerne nochmal auf Spotify anhören, das wird auch die Tage dann online kommen. Und ja, wenn ihr noch Fragen zum Krieger habt, dann gerne auch unten in die Kommentare reinschreiben. Dann kann ich das vielleicht weiterleiten und dann werden die auch noch beantwortet. In dem Sinne würde ich sagen, Dankeschön fürs Anschauen und auch Zuhören. Ja, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.